Willkommen Kommen. zur 69. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcast. Wie immer am Mikrofon unser Baumeister Alex. Mich wundert es, dass du gar keinen schlechten Witz zur Nummer gemacht hast. Und ich bin der... Weil das war jetzt dein Metier. Knecht und Maurer, Fliesenleger und Tischler, Clemens. Hallo. Warum 69? Ach so, 69. Ja, das hat mich jetzt gewundert, dass du jetzt nicht da irgendeinen Witz da mal wieder ausgepiepen hast machen müssen. Na, das ist zu billig. Das ist wirklich zu billig. Die Zeiten sind vorbei. Na, das kann ich nicht bringen, das ist zu billig. da kriege ich im Nachgang wieder Fragen, was war das, was ihr da ausgepiept habt. Das geht nicht. Genau, nein, die Sendung hat ja Niveau. Die Sendung hat Niveau und heute hat die Sendung sogar Video. Gut, damit hat man schon bewiesen, dass man kein Niveau in der okay, Sendung hat. Okay, ja, das hat sich die ganze Sache jetzt wieder mittlerweile erlegt. Das ist alles furchtbar, alles schlimm. Also für alle Interessierten, die ja mal wirklich Radiogesichter im Fernsehen oder auf YouTube schauen sehen wollen, furchtbar aus. Das schaut wirklich furchtbar aus. Ja, man muss jetzt sagen, du hast generell das bessere Kamera-Setup im Moment. Die sieht man klarer. Ja, aber du hast die FaceTime-Kamera, oder? Ich habe die FaceTime-Kamera, ja, das heißt... Aber vom Pro? Ja. Ja. Ja, sag mal so, ich habe ein bisschen getrickst. Getrickst? Ich weiß nicht, ob man es sieht, wenn ich das jetzt so mache. Wahrscheinlich nicht. Ich habe nämlich noch eine Beleuchtung vor mir stehen, die direkt mir ausleuchtet. Nämlich einen kompletten... Ah, deshalb bist du so bleich. Bleich? Ja. Na, bin ich bleich. Ich bin ein bisschen too much ausgeleuchtet, aber... Pff. Ja, du hast so... ich bin weiter weg. Das heißt, mich sieht man nicht so gut, was eh besser ist für alle. Definitiv. Nein, ich habe da nämlich noch 90 Watt Lampen, die mich da ausleuchtet. Ich habe es da vor allem nämlich mit meinem kleinen Lichtring, den ich hauptsächlich für Teams-Meetings verwende. Kennst du das? Du hast einen Lichtring? Ja, das ich weiß also, nicht. Also du bist schon da die Beauty-Influencer gegangen. Ja, genau. Genau, das ist es. Nein, es geht eher darum, dass ich so im Winter oft so elendslange Meetings mit US-Kunden habe und dann irgendwann wird es finster und dunkel und dann sieht man mich nicht mehr. Andererseits gut für mich, andererseits aber schlecht für die anderen, weil die glauben halt, dass sie schlafen. Deswegen habe ich mir das so Licht geholt, weil es deutlich besser ausleuchtet wie meine LED-Birnen genau über meinem Schreibtisch, genau über meinem Kopf habe ich die Beleuchtung. Und ja, das ist nicht ideal, wenn es dann auch direkt auf die Glotzen scheint. Das kommt drauf an, was du erzählen willst. Mitleid. Dann funktioniert es. Achso. Das ist ja eben, was hast du gewonnen? Mitleid. Ist ja egal. Also mit dem Alex haben wir da gesprochen, dass wir da jetzt ein Video rauswerfen. Das ist der Bonus für alle, die einen gewissen Fetisch haben. Und hauptsächlich werden wir uns natürlich um unsere treuen Podcast-Hörer kümmern. Unter anderem muss ich doch jetzt mal was einbringen, gell? Liebe Podcast-Hörers, Hörers und Hörersinnen da draußen, gell? Ihr hört uns auf Apple Podcast, ihr hört uns auf Spotify. Lasst mal eine Bewertung da, wir würden gerne ein bisschen mit dem Algorithmus spielen. Auf Spotify eine Bewertung ist ganz einfach. Ihr müsst es nicht einmal viel tun, außer die Sendung 5 Sekunden hören. Und dann könnt ihr schon einen Sterndl vergeben. Nicht ein Sterndl, sondern 5 Sterndl. Das wäre unser Traum. Und bei Apple Podcast... Macht bitte, wenn 4. Ja, 4, weil 5 Sterne Bewertung und 1 Sterne Bewertung sind meistens zu Müllen. Das stimmt. Das ist also immer so Blödsinn, Bullshit. Das oder 3. 3, na, macht's 4 oder 5. Lieber warten wir 5, weil schaut besser aus.
Na, es ist schon okay. Es ist ja okay, wenn jemand sagt, er findet Scheiße, dann soll er schon zwei oder einen vergeben. Das ist okay. Ja, wenn er Scheiße findet, soll er es einfach nicht hören. Deswegen. Aber lass es einfach Na, ist Christoph. okay. Er kann es wohl trotzdem hören. Alexander, jetzt lass du mir mal ausreden. Okay. Also, ihr lasst uns bitte da jetzt eine Bewertung da, gell? Also auf Spotify und für alle, die diese Apple iPhones da verwenden, auch Bewertung da, Apple Podcast. Ich rechne mal in den nächsten Wochen bitte da mal mit mindestens 5 Bewertungen bei Spotify und 5 bei Apple Podcast. Dann haben wir unsere 10 Hörer benannt und die haben uns allen angefallen getan. Na, ich würde gerne ein bisschen mit den Algorithmus spielen. Mir würde das echt einmal interessieren, inwieweit da die Bewertung in das Listing bei Spotify einfällt. Weil ich durchblicke das Ganze nicht, weil ich kriege die ganze Zeit irgendwelche merkwürdigen Podcasts vorgeschlagen, die einerseits nur eine Bewertung haben und thematisch halt nicht so ganz mein Metier ist. Was will ich mit irgendeinen komischen, wie nennt man das, die, was die aufbauen und wie nennt man das, das ist ein neuer Trend, jeder Lebenscoach macht ja einen Podcast, ja, Lebenscoaching-Podcast. Ich weiß nicht, warum ich sowas kriege. Ich habe ja schon abgeschlossen mit dem Leben, deswegen bringt es ja nicht viel. Ja, die werden die halt hinterholen. Also, na, mir geht es auch gut. Also von dem her brauche ich doch nicht die blöden Podcast-Vorschläge, aber die kriege ich halt auf Spotify. Ich weiß ja nicht, warum ich auf Spotify die Vorschläge kriege. Ich nutze es ja nur zum Musik hören, weil zum Podcast hören verwende ich ja richtiges Podcast-Programm. Also, keine Ahnung, ich habe Spotify nicht, deshalb ist mir das wurscht. Ja, genau. Also, liebe Hörers da draußen, ihr hinterlasst uns da eine Bewertung, gell? Und wenn ihr keine Bewertung hinterlasst, hören wir einfach auf. Wir machen auf und nehmen weiter. Wir gehen froh von dannen und hören auf. Also ich kann euch beruhigen, wird nie passieren. Wird nicht passieren. Thema Nummer 1. Mit Vollgas ja. Übers Limit. Was hast du schon wieder angestellt? Ich bin nicht zu schnell gefahren, ausnahmsweise. Aber... Intel hat bei den Prozessoren geht es ja immer darum, wer hat den längsten, wer ist am stärksten und am schnellsten, unabhängig vom Leistungsniveau. Und Intel hat natürlich jetzt wieder CPU außen gehabt, weil sie sich gedacht haben, wir müssen die schnellsten sein, wir müssen den Vorzeigeprozessor haben, komme was wolle. Und Intel hat damit den Intel i9-13900K vorgestellt. Also das ist eigentlich 900KS, Entschuldigung. Das ist so, also die K-Prozessoren, die außerfallen, werden geprüft und nachher schaut man, welche kann man noch ein bisschen übertakten. Die sind vom Prozess eh schon am Limit. Und die man übertakten kann, sind die KS. Er ist schnell. Ist das dieser Prozessor, den du nicht einmal gescheit kühlen kannst von das Intel? Das ist dieser Prozessor, den man nicht einmal gescheit kühlen kann, weil Intel selber empfiehlt eine All-in-One-Wasserkühlung als Minimum, weil die erreichen mittlerweile also 6 GHz Taktfrequenz. Na, es steht da, du kannst ja einen Noctua, einen Doppelturm-Kühler verwenden. Das natürlich, verwenden. Das natürlich. Wenn man das aber jetzt vergleicht, gell, die 92 Sekunden, die Intel für 7-Zip-File zum Komprimieren braucht, im Vergleich zu einem normalen Risen, der 95 Sekunden braucht, ist das halt alles ein bisschen, wie sagt man da, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja, du, mein Gott, Mann. Es bringt nicht wirklich, also es bringt ein paar Prozentchen Leistungsvorsprung, aber bei einem Durchschnittsverbrauch von 320 Watt im Vergleich zu 150. Ja, du, Leistung kostet einfach. Ja. Also das ist ein Hammer. Es ist echt ein Hammer, ja. Also Intel. Was kostet denn der Prozessor überhaupt? Das habe ich mir jetzt im Detail gar nicht angeschaut, aber ich glaube, irgendwas bei 600 € soll der sein. Gar nicht mehr? Nein, ich glaube, warte mal, wir kennen das jetzt gleich ganz. Weil ja, das würde ich jetzt nämlich gern wissen, was der Kiebel kostet. Ah, 838. Ja. Ah, nein, das ist der KS, warte mal. Das, ja, der KS war der richtige, ja. Ah, ja. Na, 838 Euro, ja, okay, das kommt eher. Ah, okay. 838 Euro. Puff! Ja, das ist, weil 600 war günstig gewesen. Ja, aber Intel.
Aber man erkauft sich halt den Leistungsvorsprung mit einer großen Stromrechnung. Also erstens einmal zahlst du einen Aufpreis an enormen und zweitens Ich meine, wird es da halt teurer. 13.900 K, den kriegst du um 624. Ja, das ist ja ungefähr der gleiche Preisbereich wie das Flaggschiff von AMD. Also ist schnellst. Also Ja, das der passt. hat halt leider 5,8 GHz. Ja, nur, gell? Nur. Ja. 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 Spitzen. Core. Spitzen was? Alter, der hat 24 Kerne und 32 Threads. 16 Kerne und 32 Threads. Na, der hat 13.900 K nur. Was? Ja. Wie, wie, Der wie? steht bei. Da steht Kerne 24. Ah, okay. Und Threads 32. Ah, ja. Kerne hat er 24, stimmt. High-Performance-Kerne hat er 16 und dann hat er nicht die Efficiency-Kerne, stimmt. Dabei geil. Alter Es ist Falter. 8C plus 16C plus 32 Threads, ja. Ja, aber Alter. sogar der K hat ja Maximumsleistungsaufnahme von 250 Watt. Ja. Oh, das ist. Also, ich bin so froh, dass ich mir mein System so zusammengestellt habe, wie ich es zusammengestellt habe. Das ist so effizient und beim Zocken komme ich so auf. Ja, Das ist jetzt 220 Watt Maximum, aber mit ja gut. Grafikkarte. Gut, das ist die Idiotie, ist ja sowieso, du spielst Full HD, oder? Also Na. jetzt, ich meine, jetzt bei den neuen Spielen, du spielst Full HD Neuern, die Max neuen, drauf. die neuen Spiele Ja. spiele ich in Full HD skaliert auf Ja. 4K. Ja. Da lasse ich das AMD, das AMD-Tool lasse ich im Hintergrund die Skalierung machen. Das Der geht ganz Punkt gut. ist ja das, wenn du 4K-Gaming jetzt machen willst, hey, der PC wird so teuer. Ja, du bist da, wenn du jetzt so auf High-End-Grafikkarten gehst, nachher nimmst du den 800 € Prozessor, dann zahlst du noch einmal 200 € für den RAM, dann zahlst du noch einmal 200 € für den RAM, du nimmst schon über Na, Takta-RAM, bist nochmal 500 los, dann ein 300 € Motherboard und ein dann 400 € brauchst du ein Kühlung. Gehäuse, dann brauchst du ein Gehäuse, dann brauchst du Gehäusekühler, dann brauchst du einen Noctua-Kühler für den Prozessor. Also wenn du jetzt wirklich so High Performance Dann Gaming machen willst, reden wir von einer 4090-Grafikkarte. du bist schon mal Minimum so 4.000 € los. Ja, 3.000 bis mach 4.000, 5000, mach dann hast du 5 und Ruhe. gerade aus. Also ist schon happig vom Preisniveau her, Ja, vor allem, und nachher spielst du das Ding mit 70 Frames grad und grad. das stimmt, ja. Weil da bist du nicht, weil das frisst einfach so viel. Vor allem, da musst du ja noch rechnen, da musst du ja einen Monitor auch noch kaufen dafür. Ja, aber die meisten Popel, die ja so eine fette Maschine haben, spielen das nachher auf einem Full-HD-Monitor auf einem Ja, 24 Zoll oder das ist dann voll sinnvoll. Also das ist Irrsinn. Also das ist einfach Irrsinn. Sie allein, dass die 4070er mittlerweile, das kommt eh später nochmal, um 500 irgendwas Euro jetzt schon ein Schnäppchen ist. Ja, stimmt, ja. Im Verhältnis. Ja, das stimmt im Verhältnis dazu, ja. Gut. Der Alex hat uns auch ein Thema mitgebracht. Hobby. Ja. Echt, tue ich sowas. Vaccines, Vaccines, Vaccines. So, dass wir das ein paar schreien können. Ja. Also bis zum Ende der Dekade geht man davon aus, das ist jetzt, glaube ich, von Moderna gewesen, also dass man sozusagen eine Impfung gegen Herzkrankheiten und gegen Krebs haben wird. Auf mRNA-Basis. Ende der Weil Dekade er. bedeutet? Ja, Ende der Dekade. Was ist eine Dekade? Ah, Dekade? die Jahrzehnt. Ja, Ja. genau. Also, das heißt, RSV haben wir ja jetzt auch das erste Mal eine Impfung in unserem Leben. Die kommt jetzt, ja. Ja, für uns gibt es das schon. Ich glaube, für Kinder muss man noch ein bisschen warten.
Ja, Also aber wir könnten uns theoretisch schon impfen lassen. Grotede, was am ehesten davon betroffen sind, das ist das Problem. Also Erwachsene Ja, die trifft es Ja. selten mit einem extrem schweren Verlauf. Also schwerer Verlauf ist ja Kinder bis 3 Jahre und Senioren über 60. Ja, genau. Also für die Senioren haben wir es mittlerweile, das ist kein Problem. Für die Kinder sind, glaube ich, sind wir dabei. Und da hast du schön die Grafik da. Da ist nämlich jetzt zum Beispiel, wie das dann gegen Krebs wirken wird. Das heißt, du würdest eine Biopsie machen, würdest dann diesen Tumor da herausfiltern, die Selektion, würdest dann die Instruktion für dein Immunsystem in die Impfung verpacken. Du würdest dann die Impfung kriegen und deine Immunzellen könnten dann diese mutierte Zelle angreifen. Das ist ja voll egal, das ist eine personalisierte Impfung. Ja, wahrscheinlich Richtig, das ist die schweineteuer. Zukunft. Ist ja wurscht, das wird bei uns von der Sozialversicherung dann übernommen. Ja, es wird wahrscheinlich günstiger sein als monatelange, jahrelange Nee, Betreuung natürlich. mit Ich meine, allen Therapien und so weiter. dass die Impfung wahrscheinlich in die 10 bis Hunderttausende Euros gehen wird, ja, das wird so Das sein. wird so sein, ja. Also davon kannst du ausgehen, weil du brauchst wahrscheinlich nicht leider eine. Ja, aber Immerhin, es ist wahrscheinlich günstiger als monatelange Therapierung mit Begleitung und allem drum und dran. Also wenn das tatsächlich so funktioniert, dann ist das wahrscheinlich, dann kannst du sagen, das ist noch der Heilige Gral. Ja, beim RS-Virus ist es ja momentan ja so, also zumindest das für die Kinder, also wir haben mit unser Zwerg hat die ja auch gekriegt, also keine Impfung, sondern monatliche Antikörper auf Das gibt es auch, ja, Auffrischung. Ah, das okay. ist eher nicht schlecht. Telegram lässt uns, glaube ich, gerade im Stich. Telegram lässt uns im Stich. Also unser Video, Entschuldigung, und die Videoaufnahme, du bist wärst langsam ein bisschen pixelig, aber ist ja wurscht. Das ist bei mir dauernd, das passt schon. Okay. Ach. Jedenfalls, das ist also eine monatliche Auffrischung, Antikörperstyle und da kostet ja eine Dosis 1000 Euro. Ja. Übernimmt zum Glück die Krankenkasse, also ja. Ja, das gibt's. Aber für Krebs ist es natürlich Hammer, also da wirklich cool, weil wenn es hilft und nutzt, im Endeffekt sparen sich, wenn sich das die Krankenkassen so schnell wie möglich holen, ist es wahrscheinlich über einen gewissen Lauf der Zeit sogar ein Kostenersparnis. Zuerst einmal ein teures Investment, aber Therapien und so weiter fallen weg. Also von dem her. Na, keine Sorge, es werden da schon viele schreien. Nein, lass mich nicht von Bill Gates chippen. Ja, okay, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich, ja. Ja, wobei ich nicht weiß, ob das nicht im Falle einer Krebserkrankung doch ein paar zum Umdenken bringt. Oder Nein, ich meinst du, hoffe, dass die. gehen trotzdem zum Ja, Heilpraktiker? eigentlich, wenn sie konsequent sein, müssen sie das dann auch ablehnen. Das stimmt eigentlich. Wenn du konsequent bist, sagst du nein. Stimmt. Ja. Gut. Dann, ja, schauen wir, was denn. Aber am Ende der Dekade ist gut, weil das ist nicht mehr so lang. Na, das wäre nimmer lang. Sind da Und jetzt die ich ersten schätze. klinischen Studien oder laufen da jetzt die ersten klinischen Studien Ja, dazu, da oder? wird's. Ich meine, das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, das ist jetzt eine gute Frage, weil das ist ja relativ schwierig für da. Wir müssen da eine klinische Studie machen. Das ist ja bei jedem irgendwie Ja, anders. voll, es ist eine individuelle Impfung, ja, genau, ja. Ja. Das ist jetzt. Ich meine, Sie werden schon eine irgendeine Idee haben, aber. Wahrscheinlich müssen Sie den Prozess, also den Ja. Prozess, wie es gemacht wird, der wird einer entsprechenden Studie unterworfen und da wird Das geschaut, denke ich ob ja. der Prozess nachhaltig und sicher ist. Ja. Genau. Ja, coole Sache. Das ist wirklich cool. Gut. Und täglich grüßt unser ChatGPT. Es gibt da einen interessanten Twitter-Thread und den kann man ja mal, der Link ist in die Show Notes, ihr könnt es euch einmal anschauen. Also eine Dame hat da ChatGPT einmal gefüttert mit der Inhaltsangabe eines Buchs, das ist seit Jahren sucht, bla bla bla. Und ChatGPT hat natürlich sofort Bescheid gewusst. Das Buch Oje, ein Zauberniesel von Anke de Vries und Annemarie Heringen. Bla bla bla. Und ChatGPT hat da wirklich
eine Inhaltsumgabe vom Buch generiert, eine Biografie zu den Autoren und Illustratoren, aber das Buch gibt es nicht. Ganz einfach. Ja, das macht ChatGPT nichts ungern. Ja. Der Alex weiß Bescheid, ich habe es gestern probiert mit ChatGPT 4. Ich habe ein Buch, wie heißt das, der rote Ameisentraktor oder wie hat es gesagt? Ja, du hast irgendein Scheißbuch schreiben lassen. Ja, ich habe auch irgendwas genommen, Anton, der rote Ameisentraktor oder sowas, von einem Autor namens Alexander S. Höfmann. Hat ChatGPT mir natürlich verweigert, da eine Inhaltsangabe und eine Biografie vom Autor zu schreiben. Erst, wie ich gesagt habe, es ist ein fiktives Buch und ein fiktiver Autor. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit man was auf dem halten kann, was da getwittert worden ist. Vielleicht hat es funktioniert und OpenAI hat nachgebessert. Kann ja auch sein. Aber auf alle Fälle ist der ChatGPT-Verlauf interessant. Weil es sind Screenshots dabei. Okay, Screenshots kann man fälschen. Aber ja. Witzig ist, dass im weiteren Verlauf des Gesprächs ja ChatGPT es verglichen hat mit einem anderen fiktiven Werk, nämlich Bobby der Pimpf, und sich irgendwas aus der Nase gezogen hat, dass Bobby der Pimpf ja eine Comicserie ist, den er noch Kriegszeit spielt, und dass man das ja mit dem, wie hat es geheißen, oh je, ein Zauberniesen ja nicht vergleichen kann. Aber auf alle Fälle ein sehr interessanter Chatverlauf. Vielleicht ist es eine einmalige Sache gewesen, das ist mittlerweile gefixt. Oder ChatGPT hat sich da wirklich übers Ohr hauen lassen. Oder es ist fake. Kann man heutzutage nicht sagen bei den ganzen Stable Diffusion. ChatGPT. Es ist nicht mehr einfach. Ja, man muss teilweise sehr gut hinschauen. Es ist absolut nicht mehr einfach, das auseinander zu dröseln, ja. Gut. Der Alex hat auch noch einen. Das Thema. Hast du jetzt. Das ist ja so neu, wenn man das da jetzt auf so einem Screen sieht. Ja, und zwar Apple dominiert den ARM-Computermarkt mit 90%. Was? Es ist jetzt so, da drunter weiter unten ist eine Grafik, wo man, vor mal ein bisschen Lobby, da sieht man jetzt, wie sich das entwickelt hat, und zwar 2022 war ARM 12,8% vom gesamten Prozessormarkt, also 12,8% bei SoCs. Und das wächst halt langsam. Und davon ist halt Apple macht 90% der Chips davon aus. Da geht es aber jetzt um Prozessoren für Notebooks und für PCs, gell? Weil wenn ihr das jetzt ummünscht, genau. auf ich glaub, Mobile da, Devices. Da steht nur Notebook-Shipments. Ja, da steht Notebook-Shipments, ja. Okay, weil wenn es ist jetzt nur Notebooks und fertig. Wenn man das jetzt ummünzen würde auf Mobile Devices, dann war 100% ARM. Nahezu. Ja, ich meine, wenn du jetzt das eine rechnest, dann wäre wahrscheinlich AMD und Intel viel klarer. Ja, ja. Allerdings, dass sich der ARM-Share, der AMD-Anteil so schnell verkleinert. Naja, das kann beim Notebook schon damit zusammenhängen, dass der Intel wahrscheinlich effizienter noch ist. Ist er nicht. Intel ist aber sehr viel aktiver, wenn es darum geht, diese großen Partner zu überzeugen. Ja, und es ist halt, ich glaube, da ist viel, ich meine, ich weiß es nicht, es kann natürlich auch sein, ich habe mir gedacht, sie seien nur effizienter beim, was sozusagen Leistung per Watt angeht und was Akku das betrifft, aber dann haben sie zumindest noch nach wie vor noch gutes Marketing, dass die Leute nach wie vor glauben, es ist besser. Ja. Okay. Mich wundert aber, wenn das prognostiziert stimmt, dass eigentlich AMD relativ wenig verliert und Intel relativ viel die nächsten Jahre. Ja, eben, weil vielleicht der Einfluss von Intel auch ein bisschen schwindet und sich da jetzt vor allem am Notebook-Markt wieder so eine Art Dreikampf auftut. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, beim Notebook hat ARM schon gewonnen.
Naja, du siehst zwar, dass Also ich sehe es, der also ich sage Forecast da für ganz ehrlich. 2027 sind 25%, also Gewinn ist das Ja, ein ich kleiner. meine, da ist jetzt aber auch noch eins nicht eingerechnet. Microsoft fängt an, mehr auf ARM umzustellen. Ja. Das ist ja da alles noch nicht drinnen und ich glaube einfach, ich meine, du siehst ja eh selber, du merkst ja bei deinem MacBook, ich möchte keinen anderen Laptop mehr Nein, haben, ich nein, möchte keinen das anderen Prozessor mehr drin haben als einen ARM-Prozessor. ja, das Weil stimmt. ich habe meinen Lüfter noch nie gehört. Ja. Also ich könnte da nicht mehr hintergehen, das haltet die nicht mehr aus. Das stimmt, ja. Na, ich merke es bei meinem MacBook Pro, ja. Also der Lüfter geht ja nicht an. Er ist fuck effizient, wenn ich jetzt denke, dass ich da jetzt drei Videosignale habe, gleichzeitig was aufnehme, drei Audios rein oder zwei Audios einer ballern, die CPU langweilt sich da mit 5%, während ich gleichzeitig in Chrome umklick. Also es ist schon Es fuck ist schnell. einfach traumhaft. Also Ja. ich weiß nicht, wie man je was anders nochmal haben will. Ja. Stimmt. Weil ich weiß nur, wie mein MacBook mit einem Intel-Prozessor war. Da war jetzt der Lüfter gelaufen. Ja, ich weiß, wie mein Vorge es ist MacBook Pro, was ich vorher gehabt habe, war, da ist der einfach durchgehend gelaufen. Ja, Immer. richtig. Das Immer. war komplett wurscht, was du gemacht hast. Ja. Gut, dann hüpf ihr mal zu Neom. Oh, Neom, das ist gut. Ha. Okay, was kommt jetzt? Neom ist eine geplante Retortenstadt Mein Gott. in irgendwo in Saudi-Arabien. Oh mein Gott. Und zwar ist die Idee dahinter, dass Neom, man sieht es da im Video vielleicht, dass Neom sich über ein komplettes Gebiet zieht und die Stadt selber eine Länge von Gott. mehreren Kilometern hat. Willen die da einen Spiegel aufstellen? Das The Line. Oh mein The Line Gott. heißt, ja genau. Ich finde es jetzt da nimmer. Ah, da war also The Line, ja. Die Stadt schaut dann so aus. Das ist wirklich eine durchgezogene Linie quer durch die Wüste. Mit einer künstlich angelegten Natur drinnen. Also das Konzept sieht die Stadt schon auch vor, als sich selbst selbstverwaltend. Strom wird regenerativ komplett selber erzeugt. Luft und Luftaufbereitung erfolgt durch Parks und Wasseranlagen innerhalb der Stadt. Und die ganze Stadt soll eben 200 Meter breit sein und 170 Kilometer lang. Das ist der Baustar Illusion in die Wüste hin. Was ich gelesen habe im ursprünglichen Artikel, ist das ein Bauvorhaben mit ungefähr 160 Milliarden Dollar. Das glaube ich reicht bei weitem nicht. Ja, ich glaube, kommt drauf an, wenn man österreichische Bauunternehmen da engagiert, dann wird es sicher mal das Dreifache werden. Na, aber das schaut, ich meine, ist das ja komplett, ist ja komplett idiotisch, das ganze Ding. Idiotisch würde ich es jetzt nicht Ich meine, nennen. du baust ein Glas, was weiß ich was, das ist ein Glaskomplex in die Wüste. Ja, korrekt. Der wird leicht heiß werden ihnen. Na, eben, warum? Also den musst du ja wieder künstlich runterkühlen bis zum geht nicht mehr. Ich meine, gut, das machen sie da unten ja gerne, also ein Stadion hinbauen, das in einem vollklimatisiert. Kennen wir ja schon. Das ist ja das Konzept Das dahinter. Also der Strom, der gewonnen wird, wird zur Kühlung verwendet und zur Aufrechterhaltung eines Klimas innerhalb dieser Stadt. Ähm, also du so, soll, siehst, soll für mehrere Millionen Menschen gedacht sein. du Und siehst einfach immer, was Glas kann man passiert. schon so konstruieren, dass es keine Sonne, also keine Ja, Wärme durchlässt. Das aber Filterglas. du siehst immer, was passiert, wenn Leute irgendwann zu viel Geld haben. Der Größenwahn macht die wahnsinnig. Ja. Also das ist Genau, bei der Space Karen ist das offensichtlich, ja.
Aber das ist ja da, ich meine, schau dir Da das bei an, ich den meine. Scheichs natürlich auch, aber prinzipiell, ich finde die Idee, es ist natürlich vollkommen größenwahnsinnig, ja, okay. Ich finde die Idee aber schon irgendwie. Na, möchtest du da drin wohnen? Jetzt. Ja, ich würd das zumindest gerne noch einmal hinfahren und mir das anschauen. Weil es hat quasi was von einer Raumstation, finde ich, vom Style her. Kennst du die Serie Babylon 5 mit der Ja, zylinderförmigen Raumstation im All? ja. Das wäre sowas. Aber halt auf der Erde. Das erinnert mich In an Tore Stern innen. einer Gegend, die komplett nicht sinnvoll bewohnbar ist, weil es im Sommer 50 Grad hat, ist da innerhalb einer ewig langen Glas- und Stahl- und Betonkonstruktion eine Stadt für mehrere Millionen Menschen. Also ich finde die Idee irgendwie geil. Aber ich habe Na, ein bisschen so meinen Zweifel an der Umsetzbarkeit. ich finde das, das ist die größte Form der Geldverschwendung, was machen kannst du eigentlich? Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Geldverschwendung ist. Wenn es funktioniert, gut ankommt, kann ich mir vorstellen, dass da Menschen drin arbeiten, wohnen und leben. Naja, aber das funktioniert jetzt nicht. Das kann ich da jetzt, das weiß ich jetzt, dass das nicht funktioniert. Vielleicht wär das auch so ein Modell statt. Es wäre genau das, was eigentlich der große Wunsch wäre, nämlich Zero Carbon, komplett öffentliche Verkehrsmittel, keine Autos, nichts in der Stadt drin, nichts. Es ist trotzdem alles da. Andererseits, ja, die Geschäfte, die da drin sind, müssen ja irgendwie beliefert werden und Ja, zugeliefert vor allem, das werden. ist ja immer so, das sind ja so Vorzeigedemokratien da unten, die zeigen dann an, wie schön du drin leben kannst. Das ist ja immer das Gleiche. Das ist noch mein nächster, bisschen mein nächster Zweifel. Welchen Gesetzen muss man sich da unterwerfen, um in dieser Stadt leben zu dürfen? Es ist ganz einfach, Senna. Ja, genau. Und da Also, gibt das ist, du, das ist wie üblich Vorzeigedemokratien halt. irgendwie finde ich es interessant, irgendwie finde ich es beklemmend, aber. Und irgendwie finde ich es nicht machbar, aber mal schauen, was da aus ergibt. Vielleicht ist es auch einfach, hast du gehört von einer merkwürdigen Firma, Dawando 24, die so Investor Relations und so weiter machen, jetzt gerade extrem viel Geld sammeln wollen und das wahrscheinlich verpuffen wird irgendwo in der Luft. Ja, die sind. Ich glaube, das wäre auch so ein Projekt, wo ich mir das vorstellen kann, dass da irgendwann man nichts mehr davon hört. Und andererseits haben es die auch geschafft, eine komplett künstliche Inselanlage irgendwo aufzubauen mit Luxuswillen. Ja. Oder wenn man sich Dubai anschaut, eine komplett aus der Wüste hervorgezogene Retortenstadt. Ja, ich frage halt nicht, wie es funktioniert hat, wie es ist und will man da wirklich hin? Ja, doch Dubai scheinbar nicht. Da habe ich jetzt unlängst eine interessante Umfrage gelesen, dass dass Dubai ist. Da haben sie, keine Ahnung, 600 Menschen befragt, welche für sie die enttäuschendsten Urlaubsziele waren und Dubai war an erster Stelle. Naja, Ich ich würd meine, aber auch nicht hinwollen, weil das sind die ganzen Influencer. das ist auch ein Grund, warum du sicher nicht hin willst. Zweitens, ich war einmal in Dubai am Flughafen und Oh, nobel, nobel, oh. ja, das ist nur, irgendwie ist das nur, das ist alles auf blanke Dekadenz gebaut. Das merkst du so richtig, so quasi, wir müssen jetzt sagen, was wir da haben. Und das ist so irgendwie, das ist total fad, das hat ein null Esprit. Ja, Also das ist so quasi. es hat keine, wie sagt man da, es hat keine Persönlichkeit. Nein, null. Also das hat Ja. null Charme, das hat gar nichts. Das ist nur mit Geld zugeschrieben. Ja, das wird es wahrscheinlich auch so werden, aber ja, ich bin aber gespannt. Also von der Idee her finde ich das Konzept einmal echt geil, aber. Ich mache mir da extremste Sorgen um die Machbarkeit und vor allem, wer soll es bauen? Ich will nicht wissen, wie viel Zwangsarbeiter da auch wieder sterben, Ja, so na vor wie allem viel allein das Fußballstadien Bild. mitten in der Wüste. Was tun die, wenn der Meeresspiegel steigt um einen halben Meter? Dann hebt man einfach die ganze. St oder man kann Unterwasserwohnungen verkaufen.
Ja, sicher, klar. Nein, es ist ja nicht am Meer. Es ist 500 Meter über Meeresspiegel gebaut. Das ist ein See. Ah, okay, das ist See. Ja, also das Ding, ich glaube, da haben wieder ein paar Götterkomplex, aber bitte. 9 Millionen Menschen sollen nur drin wohnen können. Ja, das ist dann wahrscheinlich so wie der Rest in Dubai, unter Anführungszeichen, theoretisch ja, und dann sind 5 Leute drin. Ja, stimmt. Gut. Nein, Ei, du, ei, 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 ei. wie gesagt, ich habe da auch meine Zweifel, aber mal sehen. Ah, ei, du hast wieder so eine ewig lange Links da drin. Es ist leider die 4070er, es sind zwei Links, glaube ich, was ich Ja. eingeschmissen habe. Ja, die 4070er, also jetzt an das Gamer-Herz kann jetzt höher schlagen, endlich wieder leistbare neue Grafikkarten, unter Anführungszeichen leistbar. Ja. Also 599 bist jetzt bei einer 4070er noch dabei. Ich glaube, zur 3070er hat sich gar nicht so viel getan. Was kostet da 3070 Ti momentan? Ja, Ti, was kostet denn 3070 Ti? GeForce 3070. Ti, neu oder gebraucht? Neu. Neu? Ja, du, wenn paar Geiz hast, schaukst von MSI 638 Euro. Ah, okay, also Preis ungefähr selbes Preisniveau. Ja. Ja. Das sind so absurde Preise. Wir haben das eh schon oft gehabt und wenn ich mir denke, dass ich mir da früher Grafikkarten um mein Voodoo 3000 hat damals 200 € gekostet oder sowas. Nee, es war ja, ich meine, Oder ich glaube, das war ja 2000 bis Schilling? zur, Wann ist ich der glaube, Euro die 10, gekommen? ja, Wann ist die keine Ahnung. Euro-Einführung gewesen? 2011? Euro-Einführung? Warte mal, keine Ahnung. Na, es muss 2001 gewesen sein. Ach, das war stimmt, so das, okay, oh, gut, passt. Ich habe keine Boah. Zeige für 2022. Okay, und die Voodoo 3 ist 1999 auf den Markt gekommen. Also kann sein, dass sie die wirklich noch in Never Translate. Kann sein, dass ich die wirklich noch in Schilling gekauft habe damals. Die Voodoo 3000. Voodoo 3000. Die Voodoo 3000. 16 MB Grafikkartenspeicher. 166 MHz. Wow, das war eine Hammer-Grafikkarte. Ja, okay. Interessant. Also bringt Nvidia wieder was für den. Na. Für den Consumer-Bereich, für den Naja, ich meine, Gamer-Consumer-Bereich. das ist halt so im Endeffekt, das haben sie halt jetzt ganz gut eingefädelt. Ich meine, jetzt ist die 4080 und die 4090 so sauteuer, dass das Ding im Vergleich dazu billig wirkt. Aber billig ist er halt wirklich nicht. Also ich habe die, glaube ich, die hat 240 gekostet. Radeon Ja. RX 6600, glaube ich, war es, ja. Müsste ich nachschauen, was jetzt nicht auswendig. Ja, wird jeden Zweck erfüllen, wenn du sie brauchst. Ja, also für meinen Zweck vollkommen ausreichend, ja. Ja, okay. Ja, aber im Endeffekt ist es einmal Alternative zu Grafikkarten ab 1000 Euro. Naja, die Wenn Frage du ist ganz Raytracing haben ehrlich, willst. die Das geht mit Frage meiner ist, nicht. na, leider die Frage ist, gebe ich 500 € live für Grafikkarte aus? Du nicht, aber da gibt's Ja, ich war, genügend. naja, ich weiß, es gibt auch sicher genug Verrückte, die sich ja 4090 zum Gamen holen. Es gibt genauso viel, aber da reden wir jetzt vielleicht von Erwachsenen, die einen Broterwerb haben und gut verdienen. Okay, aber ich kenne genauso viele junge Menschen, keine Ahnung, so 19, 20, 21, die 1500 € für eine Grafikkarte hinlegen.
Wo ich mir denke, ich würde schon allein aus dem Grund nicht machen, weil ich es Nvidia nicht vergönne, der Firma. Ja, das stimmt. Na, weil ich will es denen nicht in Schlund einwerfen, weil die wissen, die warten ja leider drauf. Na ja, eh, klar. Aber. Also, ich würde es ja schon nicht einmal mehr gern AMD nachschmeißen, weil die ja auch den gleichen Scheiß abziehen. Ja. Stimmt schon. Die sind halt da. Also die einzige Hoffnung, was da jetzt noch Leute haben können, ist, dass von Intel die nächste Generation halbwegs gut wird, dass das vielleicht geht. Ja, der Grafikkartenmarkt ist halt ein bisschen kaputt wegen der Dominanz von Nvidia die letzten Jahre. Vor allem aber auch wegen ganzen Mining-Farmen, die ganzen Miner, die sich die Grafikkarten zusammengekauft haben. Die haben den Markt ja mehr oder weniger kaputt gemacht. Nvidia macht es halt auch geschickt, sie produzieren halt einfach nicht mehr. Ja, ja. Weil müssen wir ja nicht. Nein, du kannst den Preis hochhalten, du kannst deine Produktionskapazitäten fahren und musst nicht extra Produktionskapazitäten zukaufen, klar. Doch, für sie ist das, also, und wie schon gesagt, AMD kommt mir vor, macht genau das Gleiche. Du kannst horrende Preise noch an Karten verlangen, ja. Ja. Und wo du denkst, ja, okay. Es ist schon fast traurig, dass man echt auf Intel hoffen muss. Ja, das stimmt allerdings, ja. Weil Intel genau den gleichen Schatz bei den Prozessoren aufgezogen hat. Genau. Also sozusagen, du bekämpfst Böse mit Böse. Auge mit Auge, im Auge, Zahn um Zahn, oder wie sagt man das so schön? Ja, naja, es ist irgendwie schräg, ja, es ist schräg. Ja. Also ja, das ist, also sie hat 5888 CUDA-Cores, wenn das jemand wissen will. Dann kriegst du 12 GB RAM in statt 8. Und sie, glaube ich, hat einen besseren RAM als die 3070. Sie verwendet einen neuen RAM. Mhm. Und sie geht von 290 auf 200 Watt hinter. Okay, effizienter. Ja, kleinere, richtig. Kleinere Produktionsdings. Ja. Ja, dann ist sie ideal für 1440p Gaming. Ja, okay, ja. Also über 100 Frames sollst du hinkriegen. Die Frage ist, ja, ich glaube, wenn du 3070er im Angebot irgendwo gut kriegst, würde ich die 3070er kaufen. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich bald günstig zu haben sein. Gebraucht, wenn er gute kriegst, ja. Man ist natürlich, muss natürlich besser hinschauen. Ja. Aber ja, das ist die 3070er. So, dann habe ich schlechte Nachrichten. Oh je. Für alle Freunde von Deep Review. War auch für mich immer so ein bisschen der Anhaltspunkt, wo ich immer so Reviews zu Kameras und Objektiven angeschaut habe. Vor allem, als ich mir letztes Jahr mein Fuji XS1 gekauft habe, habe ich da sehr viele Tests und Sachen durchgelesen und halt natürlich auch Vergleiche, Aufnahmen, Rauschen, ISO, bla. Bei DP Review, und die machen jetzt die Webseite zu. Nicht ganz freiwillig, weil, und das war mir lang nicht bekannt, dass die schon vor einigen Jahren von ich glaube Amazon. Ja, genau. Ah, vor einigen Jahren, ja, 2007. Schon von Amazon von 2007 sind die schon aufgekauft worden. Und durch die ganzen Massenentlassungen bei Amazon, wo sie halt jetzt entscheidend einmal ein bisschen abbauen an Stellen, trifft es halt auch dieses Magazin. Und damit hat es sich erledigt. Das zeigt halt, dass China Gadget und Lebensmittelhändler oder Bücherhändler
sich nicht so unbedingt in der Medienwelt aufhalten soll. Also, als Medienunternehmen ist halt Amazon nicht wirklich gut, außer von ihren Prime Exclusives vielleicht, teilweise Herr der Ringe oder so. Ja, schade. Naja, Jeff Bezos, was hat der für Zeitung gekauft? Washington Post? Ja, ich glaube, die Washington Post ist es. Ja, aber das ist eher, glaube ich, sein privates Projekt, ein Amazon-Dings. Also Deep Review war ja scheinbar wirklich so in einem richtigen Amazon eingegliedert. Ja, ja, na, die Frage ist halt, das ist halt auch so schwierig. Aber ich verstehe nicht, warum auf so einer Seite, die machen Kameratests, wirklich sehr gute, ausführliche Kameratests, Tests mit Objektiven, und du redest jetzt nicht von normalen Standardobjektiven, sondern es sind wirklich so 20 Euro China-Linsen bis hin zu mehreren 40.000, 50.000 Euro teuren Linsen, dass die das nicht monetarisiert kriegen, weil sie sind eingegliederten Amazon, die kennen da die ganzen wie sagt man da, Dinglinks auf die kennt, brauchen die nur auf einen eigenen Shop verlinken. Das ganze Zubehör, das ganze Zeug, dass ich das nicht. Ich schätze halt, dass das so war früher. Ich meine, mittlerweile muss ich halt sagen, das wird halt immer mehr zum Nischenmarkt, das Kamerazeug. Oh, na. Nein, ich meine, du darfst jetzt davon nicht ausgehen, Amazon braucht wirklich Masse. Die brauchen Masse an Kunden. Aber du auf eins musst du denken, die ganzen Kameras und das ganze Zeug, das ist jetzt nicht nur im Nischenmarkt, weil aus den ganzen Sony-Kameras und so weiter, die Spiegellosen für die Hobbyfotografen und so weiter, fallen auch die ganzen YouTuber-Cams aus. Sich ja da genauso 1.000 Euro Ich war schon Vlog-Kamera her. Nur du musst jetzt eins bedenken, was Amazon verkauft, die Kamera ja sowieso. Das ist ja denen wurscht. Ja, das stimmt. Weil wo bestellst du die Kamera? Ja, ich habe meine beim Fachhändler bestellt. Ist okay, aber was machen die meisten? Sie gehen auf Amazon, kaufen den Scheiß. Ja, ja. So. Die werden sich einmal, irgendwann wird das wahrscheinlich noch eine Relevanz für sie gehabt haben, da waren mehr Kameras im Umlauf, da ist er mehr verkauft worden, hat das gut, haben sich gedacht, ja, das passt einmal gut ins Konzept, nur wird das halt nicht aufgegangen sein, und jetzt sagen sie, ja, bevor wir da noch irgendwo 10 Cent rein investieren, sagen wir, machen wir es dicht. Mhm. Also ich schätze, das ist einfach für die uninteressant, weil das hat wahrscheinlich mal einer, hat wahrscheinlich deine Vision gehabt, hat gesagt, ja, probieren wir das. Ja, okay, stimmt. Und irgendwann ist es ein langweilig geworden. Du glaubst, dass der Outcome aus den ganzen Tests jetzt nicht wirklich sich auf Szenenverkauf auswirkt? Die werden das halt durchgerechnet haben und gesagt haben, ja, okay, wir verkaufen ein bisschen was, aber das rechtfertigt den Aufwand in keiner Art und Weise. Ja, klar. Nein, sicher werden sie so argumentiert haben. Es ist nur wirklich schade, weil ist einfach der Anhaltspunkt, Kameras, Objektive und so weiter. Ich glaube, du bist generell bei Google, Microsoft, Apple und bei den ganzen Firmen falsch, wenn es um so emotionale Sachen geht. Ist denn so wurscht? Nein, das schon. Ja. Für mich ist das jetzt auch keine emotionale Sache. Es waren einfach die besten Tests. Ja, nein, aber das interessiert dich ja nicht. Ja, es ist sagen, qualitativ ist extremst hochwertig, aber ich verstehe schon, dass Amazon, Microsoft und Google nichts von hoher Qualität halten. Oder Apple. Vor allem, das ist für die ganz einfach. Die sagen, okay, wenn sich das in einer gewissen Art und Weise amortisieren wird oder so eine hohe Rentabilität hätte, dass die, was weiß ich, dadurch die 17-fache Menge an Kameras verkaufen und sagen, das spielt uns das 10-fache wieder ein, dann würden sie es weiterlaufen lassen. So aber nicht. Werde es nicht tun, weil das Zeug ist einfach... jeder weiß, dass hochqualitative Tests einfach viel Geld da kosten. Du brauchst das Equipment dafür, das braucht Zeit. Und ja, wenn es das dann besteht, das rentiert sich halt einfach nicht. Stimmt, Tests sind auch. Weil Amazon will die einfach leider die scheiß Kamera verkaufen. Genau, und die verkaufen sie so oder so. Höchstwahrscheinlich wärst du die Kamera bei Amazon kaufen. Ja. Also es wird Ausnahmen geben, aber ich sage jetzt, im Großteil der Fälle wärst du auf Amazon klicken. Ja. Weil du weißt eh selber, wie es ist. Du findest zwar vielleicht jemand anderen,
Aber dann weißt du ganz genau, bei Amazon, wenn es ein Problem hat, es funktioniert einfach. Und gerade wenn du jetzt eine 2000 € Kamera bestellst, dann weißt du einfach, ich kann das Ding dahinter schicken, wenn es nicht Ja, funktioniert. das Und stimmt. damit haben sie die halt. Ja. Gut. Also, Schade. dann ist das jetzt auch geschehen. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon in der Sendung drin gehabt. Was? Das Ding da. Ist die Preview? Ja. TP Review? Na, habe ich in der letzten Sendung noch nicht drin gehabt, ne? Nicht, du hast aber gesagt, dass irgendein Kameraportal schließt. Das war das, oder? Na, die Nachricht habe ich jetzt erst die Woche mitgekriegt, aber vielleicht habe ich es wieder vergessen. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Warte mal. Jüngste. Du hast das, glaube ich, irgendwo erzählt. Vielleicht unlängst beim Pizzaessen. Oder wo, sind wir da zufällig drauf gekommen? Ich glaube, das war außerhalb der Sendung. Mir ist es neu. Aber war das außerhalb der Sendung? Kann sein. Okay, Ja, bin ich schon so. wir haben uns außerhalb der Sendung Na, jetzt aber, mittlerweile weil getroffen. mir kommt es so bekannt vor, dass du das erzählt schon hast. Okay, echt? Nee. Okay, na gut, dann wurscht. Kommen wir zum nächsten Thema. Waren wir wieder bei der künstlichen Intelligenz? Zahlende Kunden. Genau, auf Reddit haben sich ein paar an Spaß gemacht und Ja. Nacktfotos von generieren lassen. Von Claudia, einer 90-jährigen Frau mit auffallend blaugrünen Augen, zarten Gesichtszügen und einer Langhaarfrisur. Da haben sie ein paar nette Bilder gemacht. Ich mache jetzt einmal einfach das Reddit auf, gell, damit man sieht, da sieht man jetzt nämlich keine Nudes. Aber jedenfalls, das ist die eben die Dame, die diese Auf KI-mäßig generiert das haben. Bild ist jemand reingefallen. Eher auf das Bild jetzt eher nicht, sondern auf die Nacktaufnahme dann danach. Ich würde gerne mal Achso, sehen. weil, nein, weil das Ding sieht man ja, dass das nicht echt ist. Na? Na, das wohl, nein, das kann nicht, das geht nicht, weil allein die linke und rechte Gesichtshälfte zu identisch ist. Findest? Finde ich mal Ja, na, absolut nicht. na, dann die Augen, die sind so typisch animesk. Das geht, also das schaut kein Mensch aus. Ach, die schaut eigentlich ganz hübsch aus, Nein, finde aber das ist nicht echt, das siehst du ja. ich. Da aber die Haare oben, das passt ja nicht, da ist ja, das ist ja so verwischt, da siehst du ja so links bei Ja, den Haaren. bei den Haaren ist es mal am Das, ehesten aufgefallen, das. vor allem über dem rechten Ohr, der komische Verlauf, das schaut irgendwie merkwürdig aus. Ja, das geht so nicht. Jedenfalls haben sich da ein paar an Spaß gemacht und diese Fotos halt verkauft und haben dann schlussendlich wirklich ein paar tausend Euro Umsatz damit gemacht. Also rund $100 verdient, ja. Ja, ich meine, Mit ein paar mich tausend. darf nicht wundern, ich meine, dass das die Zukunft von den ganzen Dingen da im Internet ist. Also, dass das in Zukunft nur mal so generierte Personen sein, ja. Also, sobald Stable Diffusion für Videos gibt, ist das der Untergang der Pornoindustrie. Ja, ich meine, den Untergang vielleicht nicht, die müssen halt das Geschäftsmodell wieder einmal ändern. Ja, das Geschäftsmodell ist, Aber. dass sie einfach einen günstigen Angestellten haben, die den ganzen Na. Tag Prompts eintippen und Videos Na, wo, ausgenerieren. für Weil du was? kannst theoretisch da jeden Fetisch bedienen. Sei er noch Ja, ich meine, so abwegig oder illegal. ich lies da gerade, oder ich höre mir da gerade ein Hörbuch an, das sehr, wie soll man es denn sagen, warte mal, wie heißt das Ding? Das genau die Themen behandelt, warte mal, das Buch heißt. Ich kann es unten, das heißt. Sex, Robots and Vegan Meat. Das geht genau in die Richtung, das behandelt da die Themen und das hat der Journalistin eben geschrieben, die genau noch mit so einer Leute ist, die in den Branchen arbeiten, sich damit beschäftigt hat. Und das ist so surreal. Okay. Also da ist auch der Kerl drin, ich weiß, ich habe jetzt den Namen von der Firma vergessen, der die realistischsten
Frauenpuppen baut. Das ist in Amerika drüben. Und der hat eigentlich so, der hat Kunst studiert und hat irgendwann sich so für das, für so Skulpturen interessiert und hat einfach versucht, so realistisch wie möglich anmutende Figuren, also Menschen nachzubauen. Ja, ist ja eigentlich das Ziel. Bis er dann irgendwann auf Silikon gekommen ist und dann hat er das ins Internet gestellt und da haben immer mehr gesagt, sie hätten das gerne als Sexpuppe kaufen. Ah. Er wollte es am Anfang gar nicht verkaufen und irgendwann hat er dann verkauft. Irgendwann hat er gesagt, okay, er kann damit Geld verdienen und weiter Kunst machen. Und das nimmt so surreale Züge an. Also das wird so abstrus dann. Und die forschen auch gerade an einer eigenen KI, dass die Puppe so quasi sich komplett dir unterwirft. Das ist dann wie dein Diener unter Anführungszeichen. Ah, okay. Da kriegst du quasi wieder das zurück, was viele Männer gern hätten, nämlich. Du hast den Übergang. Back to the Roots. Also war sicher der Hit bei alle FPÖler und ÖVPler wahrscheinlich. Also das ist so schalan. Also das war das erste. Eine unterwürfige Frau, die daheim ist, kocht und nur darauf wartet, dass sie begattet wird. Ja, kochen geht nicht. Aber die daheim wartet, bis sie begattet das wird. Allein, das ist so schräg, dann das ist und das ist nur das erste Kapitel von dem Buch. Okay. Also das nimmt so schräge Züge an. Allein, dass du dann auch einstellen kannst, was die für einen Charakter hat und die KI lernt dann dazu, die weiß dann auch, wann du Geburtstag hast als Beispiel und komplett schräg. Ja, okay. Ja, ist sicher. Also ich schreibe das Buch da unten noch in die Notizen rein. Okay, passt. Ihr habt es in die Knopf noch. Ja, aber wie gesagt, das ganze Stable Diffusion und wie heißt die Alternative? Das andere, das Midjourney? Ja, ja. Du hast jetzt schon quasi das Werkzeug mit InPainting zum Beispiel, dir, keine Ahnung, dein Schwarm noch zu zeichnen. Du hast mit Stable Diffusion und Midjourney schon die Möglichkeit, diverseste Darstellungen zu generieren. Es wird über kurz oder lang auch für Videos kommen. Das ist natürlich zwischen Bild und Video, das wissen wir, sind noch Welten. Da geht es berechnungsmäßig auch um Welten. Aber ich glaube, die Algorithmen dafür sind schon da. Ja, vor allem, da wird von sehr, sehr vielen als Geschäftsmodell natürlich komplett ruiniert. YouPorn, X-Hamster und so weiter? Oder? Nein, das geht ja so weit, das ist ja Instagram und TikTok, die ganzen Profile, die da so in so, die so doppeldeutig eher schon sein. Ah, OnlyFans sind das Gott sei Dank auch noch. Ja, das kommt dann auch dazu an Twitch teilweise. Ja. Also da sind so viele Modelle dann, die du einfach quasi, die jeder daheim vom PC kann sich da seine Welt dann irgendwann kreieren. Ja, wir sind nicht mehr weit weg von einer VR oder quasi VR-Welt. Weil du generierst da Video, setzt da deine VR-Kamera auf und du rüttelst da dabei an, aber mein Gott, wahrscheinlich ist das für viele Männer nachher wirklich die Offenbarung. Ja, ich weiß es nicht, aber das scheint so der Weg zu sein, denn das höchstwahrscheinlich einschlagen. Und ich will ja jetzt nicht sexistisch sein, ist wahrscheinlich auch für viele Frauen die Offenbarung. Also von dem her. Das ist in dem Buch auch interessant. Rat einmal, wie viel von diesen komischen Puppen da, oder nennen wir Sexroboter, wie groß der Anteil an Frauen ist, die sowas bestellen im Verhältnis zu Männern. Na, 5%. Oh, okay. 5% sind Frauen. Frauen bestellen nur die sozusagen einzelne Teile. Die werden häufiger bestellt. Das wird häufiger bestellt. Das stimmt aber. Okay, das verstehe ich aber, weil für Frauen zählt ja hauptsächlich nur ein einziges Teil.
Nein, es geht gar nicht um das, weil das Und einfach das der kommt, das Bezug. und das kann man ja mittlerweile schon sehr naturgetreu nachbilden. Ja, die Firma kann das anscheinend besonders gut. Ah, okay. Also, die sind darauf spezialisiert, dass das so realistisch wie möglich alles Das, ist. aber ich kann mir das gut vorstellen. Eine Frau braucht keinen männlichen Sex oder wird Na, eher selten einen männlichen na, das geht. Sexroboter brauchen. Es braucht einfach nur Das den geht viel Rumpf. mehr. Na, das geht viel mehr darum. Frauen können diesen emotionalen Bezug zu einer Puppe natürlich nicht aufbauen. Männer schon. Männer brauchen das nicht. Das ist so der große Unterschied. Da ist es bei den meisten einfach wurscht. Okay. Also das Buch ist, ich kann, es ist wirklich, es ist super zum Zuhören. Also, aber es ist sehr, sehr schräg. Okay. Ist es ein Roman oder ist es Nein, das ist wirklich, das ist eine so? Journalistin, die das Ja, okay. recherchiert hat. Also das ist sehr, sehr schräg. Also das ist, also unsere Zukunft wird irgendwie interessant und sehr, sehr skurril werden. Ja, da. Also das ist irgendwo, nein, vor allem, weil wir entfernen uns, das ist ja das, es geht ja prinzipiell darum, wir entfernen uns ja immer mehr so von dem klassischen Menschsein. Also es geht immer mehr hin zu, es wird ja alles versucht, durch Technik und so in die Richtung zu lösen. Natürlich, die Klimakrise löst man auch mit Technik. Es ist eigentlich sehr interessant, dass eigentlich die Demolition Man da relativ viel richtig getroffen hat. Einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Er ist richtig schlecht. Er ist einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Vielleicht, weil er einfach sehr, sehr, Er eben ist sehr sehr blöd. trashig ist, aber weil er auch sehr viel gut getroffen hat damals schon. Ja, es wird da das, es geht da, ja, so viele Dinge gehen schon ins, ich meine, jetzt sieht ein bisschen anders, aber sie gehen schon in so eine Richtung, ja. Also es geht jetzt da eher mehr sozusagen Fortpflanzung und das ganze Thema, wie in Zukunft wahrscheinlich Kinder geboren werden, dass das eher Genau, sehr labortechnisch wird. die Vision in Demolition Man ist ja, dass es ja keinen Sex mehr gibt, dass keiner ja wirklich weiß, was das ist und das auch nicht wirklich macht, sondern der Nachwuchs wird Ja, im Labor gezüchtet. richtig, ja, Ja, das ist. das war schon eine ziemlich fade Zukunft. Das kannst du, das ist Was jetzt bei die Demolition? Frage, Ja, okay, ja, red das ist weiter. jetzt die Frage, ob das Fahrt ist, das weiß ich, kann ich nicht beurteilen. Ja, es ist halt in rein krankheitstechnisch macht es natürlich vollkommen Sinn, weil du die komplette Kontrolle hast. Ja, sicher, du hast Das komplette ist halt die Kontrolle. Frage, ob das dann wieder schon Technokratie-Wahnsinn ist. Ja, stimmt. Das ist so eher die Frage, weil du entfernst dich halt komplett von jeglicher menschlichen Komponente. Das ist ja der Punkt, warum Technokratie-Clique auf den ersten Blick hier immer sehr gut, weil wissenschaftlich und faktenbasiert. Aber es entfällt, so wie du gesagt hast, jede menschliche Komponente. Und wenn du jetzt einen Richter hast, der rein auf Fakten entscheidet und so weiter, kann es halt oft schiefgehen. Und heutzutage haben ja Richter immer noch Gnade vor Recht zum Beispiel. Weil wenn einer als erstes Mal ein Plätzchen gemacht hat, wird es Ja, anders behandelt, wie das. wenn einer schon in anderen Sachen negativ aufgefallen ist. In Nein, einer ist reinen schon klar. Technokratie gibt es da keinen Unterschied. Da ist einfach. Das ist schon klar. Also deshalb ist das Buch, es ist richtig. Ich habe das Hörbuch, ich meine, man kann es lesen, na, das ist okay. Aber das ist echt sehr verblüffend, das zum Anhören, wie surreal das ist. Kann ich mir Weil vorstellen. das ist so teilweise, da kriegst so, da hast du so, da denkst du so wirklich, was höre ich immer da gerade an? Das ist so weit weg von denen. Gut. So. Also da waren wir. Ja, jetzt bin ich dran, oder? Oder du kannst auch anfangen, Ich ist bin bei okay. den Nudefakes weg. Fang du mal an bei den Gadget-Picks, weil du hast einige. Nehmen wir mal Ja, das da. eine ist relativ kurz. Wir haben das letzte Mal schon gehabt, keine öffentlichen Ladekabel benutzen. Das FBI warnt übrigens auch da, das FBI warnt auch davor. Ja. Weil? Weil du nicht weißt, was auf dein Ding aufgespielt wird. Wie? Also so an Flughäfen etc.
Am iPhone muss ich jetzt externe Device, was ich mit deinem Handy connecten will, zumindest einmal, Ja, bestätigen. Theoretisch ja, aber es gibt sicher auch Sachen, die das umgehen. Mhm. Also ich würde es auch nicht machen, weil schlussendlich es ist mit jedem Kabel eine Datenverbindung möglich. Ja, na, wie gesagt, so wie du als das letzte Mal gesagt hast, man will es nicht in einen USB-Port stecken, man will sei Ladegerät in eine normale Steckdose stecken. Ja, und das auch bitte dein Kabel mit deinem Adapter. Genau. Ja. Also nicht quasi nicht irgendein öffentliches Kabel wieder verwenden. Ja. Weil du weißt einfach nicht, was ist. Mhm. Ja. Haben wir das letzte Mal schon gehabt, also das ist definitiv. Das ist damit erledigt. Ich gehe zum nächsten, weil wir heute so viele PC-Teile haben. Endlich kannst du da eine SSD im Obi-Wan Kenobi oder Luke Skywalker oder Darth Vader Lichtschwerter-Stil kaufen. Ist ja M2 SSD. Ja. Also du siehst, du kannst jetzt zum Case-Modder werden. Boah, ich hasse Case-Modden und ich verstehe das nicht. Ich... du bist nicht der Einzige. Mein Motherboard hat dedizierte Stecker für RGB-Ansteuerung. Ja, das haben alle mittlerweile. Das nimmt mir Boards oder mit mir war es lieber, wenn zusätzlich noch ein M2 SATA-Anschluss war oder M2 PC Express. Ja, dann hätte er schon 300 Euro Mainboard kaufen müssen. Es ist so unglaublich, die ganze Zeit irgendein RGB lädt Blödsinn. Mein Grafikkarten ist hochbeleuchtet. Meine doofe Logitech Gaming Maus macht die ganze Zeit Lichterspielereien. Jetzt, weil sie inaktiv ist, aber beim Spielen habe ich sie jetzt abgeschalten. Das kann ich mit der Logitech. Warum hast du eine Gaming Maus? Zum Zocken? Na, kauf dir doch die MX Master, die leuchtet gar nicht. Was ist so MX Master? Ja, das ist die beste Maus von Logitech. Na, aber. Der habe ich mir damals, die G703, nein, ist eine Gaming-Maus mit einem Gewicht, ja, drin. Das waren genau die zwei Sachen, die ich gerne gehabt habe. Du darfst nichts kaufen, wo Gaming draufsteht. Das leichtet alles so furchtbar. Das Teil ist fünf Jahre alt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber man kann es zumindest in der Software deaktivieren. Also, das geht doch noch. Das geht doch, weil mit der Maus kann man halt leider nicht so richtig zocken. Nein, mit der kannst du wegschmeißen. Ja, okay. Du kannst es ja mal probieren, aufzuladen und gleichzeitig zu arbeiten. Das ist ein Witzbold. Ja, okay, also die SSD leuchtet wie ein Lichtschwert. Es ist ja, okay, das ist ja jetzt ganz nett gemacht, das Ding da. Nur, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das sehe ich ja nicht. Doch. Ja, nein, du hast ein Case, was komplett aus Plexiglas ist. Ich verstehe ja das schon nicht. Warum sollte man ein Case kaufen, das aus Plexiglas ist, was nur eine schlechtere Wärmeleitung hat? Weißt du, ich denke da ganz anders. Man kann sich sowas ja gern kaufen und schlechtere Wärmeleitfähigkeit, mein Ass, kann man sich kaufen. Aber mein PC steht unterm Schreibtisch, nicht neben dem Monitor. Das meine ich damit, ich will ja den das scheiß Ding gar nicht einsehen. Ich will, meiner steht einfach unten. Und mein PC meine steht unten am unterm Tisch. Das Einzige, was ich sehe, ist der Knopf zum Ein- und Ausschalten. Das ist der einzig Wichtige. Und der Rest ist wurscht. Ja, und das zieht mir bei den meisten Cases auch an. Die schaffen nicht einmal den Knopf zum Einschalten an eine vernünftige Position mehr zu bringen. Der ist oben auf. Ja, dann hast du einen super Case, weil bei den meisten ist der irgendwo, keine Ahnung, wo nicht, was weiß ich was. Oder was bei den meisten Cases, was ich ja auch nicht verstehe, warum haben denn die vorne oder oben keine Anschlüsse mehr? Meiner hat oben 4 USB-Anschlüsse. Ein USB-C auch noch? Das ist schon ein älteres Gehäuse, deswegen damals hat es noch kein USB-C gegeben. Weil wo ich mir denke, ich brauche ja die Anschlüsse vorne und nicht hinten.
warte mal, jetzt Mike ist schneller als ich, was ich habe. Also genau das. Ja, das wird wahrscheinlich eh nicht mehr produziert, oder? Das gibt es so nicht mehr. Ne? Das ist okay. Fractal baut anscheinend wirklich nur die Dinger sinnvoll. Ja, ja, also das habe ich damals, boah, das, wie gesagt, das ist ewig lang im Keller gestanden. Das habe ich jetzt nur reaktiviert, wie man den Gaming-PC dort wieder aufgebaut hat. Und das ist wirklich sehr durchdachtes Case. Also da, es hat kein, also meins ist ohne Seitenglaswand. Und es ist voll intelligent aufgebaut, Festplattenkäfig und so weiter, perfekt gemacht, super große Lüfter einbaudings, also Fraktales einbaut, echt geile Cases, also darf ich nicht sagen, das ist halt meins, ja. Okay, ja, das schaut mir sehr sinnvoll aus. Das einzige Problem ist die Front da, also wo die Lufteinlässe sind, das ist, der Rest ist Aluminium, also das komplette Case ist Pulver, ja. Nicht Aluminium, Pulver, beschichteter Stahl und die ja. Fronttür und die Fronttür ist also ein beschichteter Kunststoff und der hat in den letzten Jahren zum Vergilben geneigt. Deswegen ist das ein leicht gelblichen Stich. Das hat aber jetzt nichts mit Nikotin oder irgendwas zu tun. Sondern einfach, das kann schlimmstenfalls ausreißen. Ja, tue ich aber nicht, weil ja, es du ist eine Schalldämmung gleichzeitig. Ja, du kennst schon einmal, ich meine, wenn es dich ganz stört, das kriegst du, glaube ich, weg. Nein, das Gute ist ja, es stört, nein, ich habe es probiert mit Bleichmittelreiniger und so weiter, das kriegst du nicht aus, es ist so weit im Kunststoff. Nein, ich glaube, du musst kurz mit dem Feuerzeug drüber gehen. Ja, nein. Jedenfalls, mich persönlich stört es nicht, aus dem ganz einfachen Grund. Weil der Kiebel unter deinem Schreibtisch steht. Er steht unter meinem Schreibtisch. Ich muss ja. Es ja nicht sehen. Warum? Bringt es nichts? Vor allem, ich verstehe nicht, du hast jetzt so ein Case-Modded-Gehäuse, jetzt blinken sogar deine SSDs in bunten Formen, deine Grafikkarte, deine Lüfter, alles blinkt. Dein RAM, alles blinkt, alles. Dann stellst du das neben den Monitor. Für mich ist das Distraction pur. Ich bin ja schon mit dem Inhalt auf dem Monitor überfordert. Wenn du das Teil neben mir dann noch Stroboskop-Effekte hat, schaltet mein Hirn ab. Ich kann mich ja nicht mehr konzentrieren. Ja, du, ich sag so, wenn ich mir so ein Case kaufe, dann will ich ein Case haben, dann will ich ein super Airflow-Case haben und das soll ich nicht hören. Das ist für mich der Hauptgrund, warum ich so ein Case noch baue. Das sind für mich genau die Gründe. Ja, ja. Meins hat eine Schalldämmung drin, es ja. hat Lüfteranschlüsse für große Lüfter, für leise Lüfter, die auf mittlerer Drehzahl laufen. Es hat einen perfekten Airflow, das Netzteil ist unten am Boden, das heißt, es zieht von unten vom Boden die kühle Luft auf und bloß noch einmal ins Gehäuse rein. Es ist Hammer, durchdacht, fertig, mehr brauche ich nicht. Und es ist leise, ja. Leise ist für mich, also es gibt nichts Nerviges als einen lauten PC. Ja, es gibt echt. Also, wenn du es einmal gewohnt bist, ich kann mir das nicht mehr anhören. Nein, und gut, ich spiele oft mit meinen Sony-Kopfhörer oder und nachher ist es sowieso wurscht, Noise Cancellation und so weiter, aber wenn ich jetzt irgendwas Arbeit am PC oder irgendwas mache oder mir eher schnell was außen render, das mache ich meistens noch auf dem PC mit Grafikkartenunterstützung, ist ein bisschen flotter wie der Mac, dann läuft der vergleichsweise leise, die Grafikkarten ist das Einzige, was einmal ein bisschen lauter werden kann, ja. Aber das war's. Wenn ich zurückdenke an mein RX 390 oder was ich gehabt habe, die Grafik RX, glaube ich, habe die bei AMD-Kursen von damals. RX XT oder sowas, keine Ahnung. Nicht zu verwechseln mit der RTX. Das war so eine Grafikkarte, die war fast länger wie das Gehäuse und hat drei Kühler drauf gehabt. Ja. Dann bei drei Kühler kannst du ja nochmal lenken. Die waren wahrscheinlich nicht umsonst drauf, was die für eine Lautstärke produziert hat, die Grafikkarten. Da habe ich, ja, hab ich Spiele am kompletten CPU-Limit und Grafikkarten-Limit gespielt. Du hast eigentlich nichts anderes mehr gehört, außer den PC und die Grafikkarte. Das will ich nicht. Ja, das ist. Und ich will nicht, dass irgendwas blinkt oder den ganzen. Das ist echt mühsam. Ich verstehe das nicht. Ja, das. Ja, also, aber wenn es jemand braucht, also Star Wars SSD, ja. Jetzt. Gut. Sie ist von Seagate übrigens. Mhm.
Also sie ist kein No-Name-Schrott. Hm. Mein Gott, die hätten sich die Lizenz auch nicht leisten können. Ja, Seagate kommt halt auch immer drauf an. Die verbauen auch gerne mal Billigskomponenten. Also. Aber die Lizenz wäre sonst nicht ganz günstig für Star Wars. Nein. Vielleicht haben sie doch Billigskomponenten drin, damit sie sich die Lizenz leisten können. Oder das. Jetzt kommt aber was Cooles, und zwar machen wir den GameStar-Link bitte auf. Danke. Ja. Also Asus bringt jetzt eine Konkurrenz zum Steam Deck, ist zufällig am 1. April vorgestellt worden, war aber kein April-Scherz in dem Fall. Ja. Und das Ding ist wirklich cool. Es ist kleiner als das Steam Deck, hat anscheinend ein besseres Display mit einer Full-HD-Auflösung. Ja. Also 7 Zoll, 16:9. Es ist aktiv gekühlt. Er soll sehr leise sein und du kannst über Docking Station und eine externe GPU kannst auch noch das Ding aufmodden und es hat derzeit anscheinend die leistungsfähigste APU drin. Es ist eine Eigenproduktion, also es ist eine Kooperation, es ist für die Konsole von Ding gebaut worden. Ja, das ist so ein anderer Prozessor, Custom Chip von AMD, der da vom Schreibtisch gefallen ist. Ja. Das Ding, ich würde empfehlen, dass, wenn es jemand interessiert, das Video anzuschauen, das Ding könnte richtig cool werden. Wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin, wie das... Da läuft jetzt Windows drauf. Okay. Da läuft Windows drauf, Steam Deck zeichnet sich ja dadurch aus, dass es SteamOS draufläuft und Spiele angepasst sind, auch entsprechend für die Konsole, für den Input und so weiter angepasst sind. Du kannst aber auf dem Steam Deck kein Windows drauf. Das schon, ja. Das schon auch, ja. Also ich würde das wahrscheinlich auch machen, weil ich wüsste nicht, was ich mit SteamOS soll. Na wahrscheinlich würde ich das auch machen. Aber da gut, aber du kannst auf dem Teil noch genauso Steam installieren, ja. Du kannst alles machen. Bei Steam kriegst du ja, sobald du irgendeinen Controller connected hast, ja sofort die Input Notification und kannst ja dein Input auch entsprechend so konfigurieren, wie du es brauchst. Also das Ding, und das hat sowieso Xbox Button-Schema. Okay, ja, nachher ist es sowieso perfekt. Das Einzige, was da jetzt noch die Frage ist, was ist der Preis? Akkulaufzeit 800 Euro, was ich so gehört habe. Dann ist es wahrscheinlich zu teuer. Das ist ja das Herausragende beim Steam Deck, dass es für unter 600 Euro zu haben ist. Also, ich sag, wenn das Ding für 600 Euro kriegst, dann geht es wahrscheinlich weg wie warmes Semmel. Und sie haben auf die Touchpads verzichtet, was wahrscheinlich gar nicht schlecht war. Weil das Steam hat ja zwar so Vierecke, wo du quasi eine Maus emulieren kannst, was sicher nicht funktionieren wird. Was ist Steam Deck? Ja. Für Windows ist, für die Bedienung der Windows ist das perfekt. Also das habe ich schon in der Hand gehabt. Du kannst Windows da wirklich perfekt bedienen mit über die Touch. Okay. Funktioniert das wirklich? Das ist schon ein Hammer, ja. Also du bist... Okay. Ich stelle es mir ein bisschen mühsam vor, das mit einem Stick... Ja gut, du kannst es auch mit einem Touchscreen machen, aber 7 Zoll Touchscreen mit Full HD Auflösung wird Windows wieder ein bisschen mühsam zum Bedienen. Ja, du wärst halt den Analogstick eher verwenden. Ja. Ja, aber man sieht schon, ja eben, die ist Xbox-Button-Schema. Eigentlich ganz cool. Ja, das könnte, vor allem von Asus müsste eigentlich wissen, was sie tun. Weil sie bauen auch keine schlechten Gaming-Laptops. Sie bauen generell keine schlechten Laptops, also die Hardware, die sie bauen, ist echt nicht übel. Mein erstes Tablet war Asus. Asus ist prinzipiell okay, also die sind schon ganz brauchbar. Und das war damals wirklich noch eins von den coolen, richtig geilen Tablets. Das einzige Problem, was bei dem Tablet war das Betriebssystem, nämlich Android. Das war ziemlich crappy, aber das Tablet war cool, weil du hast es von der Tastatur, also du hast es wirklich in die Tastatur stecken können, wie ein Notebook verwenden können. So ein 10 Zoll Notebook oder ein 10 Zoll Tablet. Aber wie gesagt, Android ist mit der Konfiguration natürlich vollkommen überfordert gewesen. Und die Asus hat ein Problem, die Software.
Alle guten Hardware oder viele gute Hardwaresteller haben genau das Problem, die Software. Was in dem Fall wahrscheinlich nicht, möglicherweise wahrscheinlich gar nicht so extrem relevant ist, weil das sind Joypad-Buttons und Buttons, die werden als Input-Devices erkannt. Und vor allem, ich Unter glaube sogar, Touchscreen. das habe ich jetzt irgendwo, glaub, ich meine, ich vom weiß nicht, das jetzt, wenn ich mich nicht ganz täusche, habe ich das heute gelesen, dass sogar Windows daran arbeitet, für so eine Geräte Windows zu adaptieren. Also, dass es da besser auch noch funktionieren soll. Weil das haben wir eh das letzte Sendung, glaube ich, gehabt, dass Windows modular wird. Ja, du brauchst natürlich nicht alle ganzen Services und Dienste und so weiter, die mit so einem normalen Windows mit installiert werden. Also, ich habe ja extrem viel Services und Dienste im Windows 11 ja einfach deaktiviert, weil ich sie ja nicht brauche. Ganz einfach. Keine Sorge, die haben sich jetzt schon wieder aktiviert. Muss ich schauen, was noch im letzten Update passiert ist, aber es fühlt sich alles noch genauso gut an wie davor. Ja, die haben es gleich wieder aktiviert. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, aber von der Idee her ist es ziemlich geil, ja. Ja, und dann mache ich noch ein Thema, bevor du deins machst, und zwar die Sony arbeitet jetzt an einer neuen PSP, ja, nennen wir es PSP. Nur ist das Ding-Konzept ein bisschen komisch, weil das nur als PS Remote Play mit einer PlayStation 5 verbunden wird, anscheinend. Und dann frage ich mich, für was brauche ich denn das Ding dann? Ja, weil dann kannst du ein Handy auch verwenden. Das ist A, der Punkt, und B, ich kapiere es nicht. Also ich kapiere Ich da, wenn das wirklich stimmen sollte, ich weiß, das ist noch relativ früh, aber was sich Sony dabei wieder da gedacht hat, das ja, möchte ich wissen. also wo ich den Artikel gelesen habe, habe ich mal gedacht, was ist das jetzt für ein Konzept? Weil wenn ich jetzt eine tragbare Spielkonsole baue, dann ist es eine tragbare Spielkonsole. Das heißt, ein Device, was ich mitschleppen kann, immer und überall, wo ich meine Games drauf installieren und spielen kann. Wenn es jetzt im Endeffekt, so wie das Sony da definiert, ist das nichts anderes wie ein externer Monitor Ja, so nicht, ja, mit mit Input-Devices der links und Tasten dran, rechts. ja. Und genau das kannst du jetzt schon machen mit der Remote Play App für iOS und Android. Du kannst dir sogar eine so Holder kaufen für dein Phone mit Buttons links und rechts, wo du dein Handy einspannst, wo vielleicht sogar noch eine Powerbank verbaut ist, wo das Handy laut während dem Zocken. Und Sony baut jetzt das, was es eigentlich schon gibt. Ja, exakt. Also vom prinzipiellen Konzept her komisch. Okay, wenn sie es jetzt so sagen, dass man damit Cloud Gaming machen kann, okay, dann ist es vielleicht wieder okay. Aber du willst Ja, nicht in dann ein verstehe. LTE-Netz Cloud Gaming machen. Naja, vor allem, wie du gesagt hast, das kann ich dann auf dem Tablet oder auf mein Smartphone genauso Aber das machen. kannst du auch genau so machen, ja. Ja. Also das macht null Sinn. Sony. So wird das Na, so, nix. na, Ja. das ist wirklich ein kompletter Shit. Also. Also wenn das jetzt stimmt, ich würde einmal warten Ja, aufs finale Produkt, natürlich aber kann man noch mal abwarten. Mal, wenn sowas kämen würde wie a PSP. Von mir aus, keine Ahnung, so aufgebaut, dass er einfach nur einen fetten internen Speicher hat und du halt nur deine Downloads drauf. Und also quasi a PlayStation 5 ohne Disk-Laufwerk und du bist halt quasi an Sony gebunden mit deinem Kauf im Store. Das kann ich mir vorstellen, dass das gut geht. das könnte funktionieren, ja. Du musst keine Spiele auf einen Memory-Stick verkaufen, so wie Nintendo. Du brauchst nicht, die PSP hatte die geilen Mini-CDs noch gehabt damals, was ich mich erinnern kann, gell? Die was Die man, guten Mini-CDs, ja, ja. das waren ja nicht Mini-Discs, das waren die Mikro-Discs, kannst du ja fast sagen, gell? Ja, natürlich. Du kannst nicht das gleiche wie Mini-Discs, das geht nicht, das kannst du nicht Das war ja machen. zu groß. Und das hast du ja verwenden können. Wenn sie jetzt also eine Konsole außer bringen würden, also wirklich ein performantes Teil mit
geilen Display, geiler Anbindung, großen Speicher und du hast da, du kannst quasi. Das einzige negative Aspekt ist, du bist halt an den Sony Store gebunden und musst da kaufen und bestellen und overladen. Dann kann man vorstellen, verkauft sich das wie warme Semmel. Ja, das ist genau das, Weil was es ich da halt eine eigentlich verstehe. Alternative ist zur Switch und zum Steam Deck. Dann wirklich eine Ja, passende eh. mit einem kompletten Ökosystem, was schon da ist. Weil die Switch kannst du Ja. mittlerweile vergessen. Also die Switch, okay, für manche Spiele ist die wirklich noch cool und tipptopp und super und vor allem für die Nintendo-eigenen Titel, die kriegst du halt nur auf der Switch. Aber mittlerweile ist die Hardware halt am Ende. Da kann Na, man. das kannst du so nicht sagen. Die war zwar schon, bis sie rausgekommen ist am Ende, aber okay. Also von den her, du. Ja, die Hardware ist am Ende, Das die ist alt. ist nach wie vor Produkt. Nur Nintendo kann sowas an Menschen verkaufen. Das kauft schon an anderen Hersteller, der wäre schon lang pleite gegangen. Ja, aber Nur Nintendo kann das. Nintendo kann das machen, weil sie die Zugpferde haben, die sind da Ja, ich weiß, es ist Pokémons, Mario Karts, Marios, in Zelda. allem Zelda, Wario, Luigi, die ganzen Sachen, was halt Es ist so in brutal. ihrem Also Konzern halt drin ist. das ist so brutal. Die können da echt, die können das sogar wirklich sagen, wir verkaufen da bewusst richtig alten Scheiß. Und du Und zahlst die dafür. Leute würden es trotzdem kaufen. Ja, ich hab auch Switch gekauft und ich habe auch das Abo, wo ich die Nintendo 64 und Super Nintendo Spiele drauf spielen Oh kann. mein Gott, da haben sie die dann nochmal abgecasht, weil das haben sie ja beim 3DS haben sie ja ins Tor zugemacht. Ja, ich weiß, ja. Das Wobei ist ich also. aber sagen muss, dass die Nintendo 64 Adaptionen eh ziemlich geil sind. Also das spielt sich cool. Ja, aber das ist ungefähr so. Kennst du die eine South Park-Folge, wo Disney sozusagen verarscht wird? Wo es darum Und geht, wo dass Mickey. der Indiana Jones vergewaltigt worden ist. Wo Mickey Mouse relativ hart die Geschäfte führt. Ja, ich weiß. So ungefähr kommt mir Nintendo immer vor. Mario, der echt war's. Ja, okay, ich kann nicht alles so abcashen. Es ist wie so ein Drogenbaron. Das stimmt allerdings, ja. Der war's ja, ihr kauft es ja sowieso. Ja. Ja, Nintendo kann sich das leisten. Vor allem, Sie werden noch eine es ist Zeit lang jetzt gut fahren damit. das, vor allem, es ist ja jetzt das nächste. Jetzt kommt irgendwann das neue Zelda raus, oder? Das kann ja nicht flüssig auf der Konsole laufen. Sie Ist ja der kriegt's. erste Teil schon, ist ja der erste Teil schon nicht gegangen. Da ist ja die Framerate schon eingebrochen, wenn Feuer oder sowas war. Ja, das hat ziemlich genervt, ja. Also die Frame Drops, was da drin waren ziemlich übel. Jetzt ist ja das, und ich warte jetzt nur drauf. Jetzt haben es irgendwann ist die Switch mit OLED gekommen, richtig? Zwei. Und jetzt werden es da irgendwann die Switch 2 reindrucken. Ja, aber das ist ja ein normaler Prozess, das ist ja okay. Ja, nur das Ding wird halt wieder jetzt an 5 Jahren hinten aus sein. Halt ein bisschen besser als die jetzige Switch. Ja. Ja, Alternativen haben wir eh jetzt zu Genüge gehört. Also es gibt das Steam Deck, es gibt von Asus das Teil, möglicherweise oder die neue PSP. Schauen wir mal. Gut, wenn du jetzt für Asus oder Steam Deck entscheidest, dann fallst halt die ganzen Nintendo-exklusiven Titel um. Und das sind halt einfach schöne Spiele. Ja, nur, oh, es ist halt, ja, aber vielleicht, das ist halt das für das a Switch kaufen, wo ich mir denke, na, Wieso? na, na, einfach na. Ja, ich habe mir die Switch eigentlich nur wegen Mario und Zelda gekauft. Jetzt habe ich nicht mittlerweile auch ein paar andere Spiele drauf, aber ja. Ja, na, das Aber ist, du hast ja die Switch ja damals abbesorgt für Mario und Ich habe Zelda. sie im Lockdown gekauft und wieder verkauft. Ja, eben. Wo ich genau. Das, Ja, nein, nicht im das, Lockdown, aber noch in Corona. ja, ich habe sie wieder, ich habe alles zusammen verkauft einfach dann.
Ja, verkauft habe ich Ich habe also. verkauft habe ich es nicht, aber Mario und Zelda zum Beispiel habe ich Nein, mit das. Gewinn weiterverkauft. Nein, ich habe das auch so gemacht. Ich bin dann über Nullsummenspiel gemacht worden. Ja, Ich habe dann einfach also das. vom Spielekauf bin ich bei, also die Spiele, die ich mir auf Hardware gekauft habe, bin ich auf ein Nullsummenspiel. Und dann sind es halt ein paar so Indie-Games, die ich mir halt für die Switch gekauft habe, so wie das eine Spiel, was du jetzt noch kurz wahrscheinlich später Ah, zeigen sehr wirst. gut, sehr gut. Ja gut, das ist für mich noch, da gebe ich der Switch noch einen Bonuspunkt, dass ich sage, für so Indie-Games, ja, da kann die Switch geil sein, das gebe ich zu. Das ist aber so das Einzige, wo ich der Switch wirklich sage, ja, okay, ist eine gute Konsole für das. Wo ich finde, dass die Switch auch ziemlich geil ist und gut funktioniert, sind einfach Point-and-Click-Adventures. Also überhaupt Adventures. Das glaube ich sogar, ja, Ja. das gebe ich da, das gebe ich der Konsole, aber Da wäre nämlich, die. da sind nämlich jetzt ein paar im Sale und da wäre jetzt wahrscheinlich zuschlagen und mir mal die. Jetzt fällt es mir nicht ein, wie es heißt. Das mit dem Müllplaneten, du kennst es sicher. Ah, ja. Wie heißt das? Irgendwas mit Somia. Ransomia? Na. Da gibt es schon mehrere Teile. Wie heißt denn das? Mein Gott, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist also comichaftes Deponia. Ah, Deponia, genau. Ja, Danke. Deponia, ja. Weil da gibt es ja mittlerweile vier, fünf Teile und die sind gerade ein bisschen im Sale und da wäre vielleicht sogar zuschlagen, weil das ist genau das Richtige. Das finde so eine Spiele funktionieren. Wo ich auf der Switch noch so drauf habe, ist also ein Shooter, der auf uralt getrimmt ist mit Pixel-Grafik. Also so richtig Block. Macht brutal viel Spaß beim Zocken. Geiler Soundtrack. Death Ja. Metal, Metal Soundtrack. Und so Klassiker halt wie Doom oder Quake und so eine Sache. Also die spielen sich auch fein auf dem Teil. Aber sowas wie The Witcher, ja, gut, man kann The Witcher am Scheißhäusl spielen. Ist ziemlich cool und ist für viele wahrscheinlich ein Argument. Am Klo sitzen und Witcher spielen, aber es funktioniert. Also wenn die Frame Drops bei Zelda genervt haben, dann brauchst du Witcher gar nicht angreifen. Ja, kann nicht funktionieren. Der Prozessor ist einfach schrottig. Ja, eben. Und Ja, ich hab's gespielt auf der Switch und ich spiele es nebenher immer noch ein bisschen, aber es ist halt nachher etwas, wenn ich am Sofa liege oder vorm Schlafen gehen oder so, ist im Bett. Ja. Kopfhörer rein und ein bisschen Witcher spielen, ja, aber es macht keinen Spaß. Also es macht nicht so einen Spaß wie. also, so der klassische Ding, Clemens setzt sich die Kopfhörer auf. Legt sich ins Bett, zieht sich die Bettdecke drüber, startet Witcher und dann flucht er. Nicht zu laut furchen darf ich nicht wegen den Kleinen. Ey, aber dann siehst du so an im Polster oder in die Decke reinbeißen, weil die Framerate wieder gedroppt ist, Ja. wenn er gerade kein Endgegner war. Ja, genau, das ist klar, der Klassiker. Die Und dann musst du Boss-Level alles neu Framerate machen. Dropping. Und dann ist der Abend ruiniert. Genau. Ah, fuck. 32. Ja, so geht es. So, jetzt darfst du dein Thema machen So, einmal. ich habe auch Thema, gell? Ja, eins hast. Genau, auf Indiegogo habe ich das zufällig gesehen. Oh mein Gott, only essential cookies, okay? Die fragen die wenigstens. Die haben also ein Hersteller hat da jetzt einen Monitor vorgestellt, der ohne Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Das heißt, die Pixel im Display werden hauptsächlich vom Umgebungslicht beleuchtet. Du hast die Möglichkeit, dir für dunkle Szenen nachher die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Also das Panel im Hintergrund ist wegklappbar. Und da kannst du es drauf tun. Aber sonst ist der Monitor ohne Hintergrundbeleuchtung. Soll dazu dienen, eben, es ist halt energiesparender, vor allem wenn du draußen bist. Keine Ahnung, die Beispielbilder, was da sind alle ein bisschen cringe, weil. Wer stellt sich seinen Monitor draußen im Garten auf seinen Schreibtisch? Im Garten? Wer hat im Garten einen Schreibtisch? Okay, kann sein, muss nicht. Wenn ich draußen arbeite, dann auf dem Notebook, ja. Aber es soll augenschonender sein, die Farbdarstellung soll dadurch auch ein bisschen besser sein, soll besser sein, natürlicher sein. Und es ist energiesparender.
Es ist jetzt nur einmal ein Projekt. Da ist Funding wert erst starten. Es klingt aber jetzt, finde ich, nicht so uninteressant. Ob ich mir was kaufen würde, weiß ich nicht, weil ich nutze den Monitor Na. selten draußen im Garten. Doch, doch, das ist so der Klassiker. Ich gehe immer in den Garten und baue mal alles auf. Genau, und trage meinen PC aus mit der RGB-Beleuchtung, die man nachher draußen eh nicht mehr sieht. Ja, Ja. du, Klassiker. Nein, Klassiker, also das Bild, das ist, wenn das eingefallen ist, das ist Hammer. ja. Vor allem, dass sie noch extra schön Blumen daneben hingestellt haben, wenn es eh schon im Garten steht. Ja, und ein Notizbuch liegt auf dem Schreibtisch. Oh mein Und der Schreibtisch Gott. hat eine Schublade mit ausziehbarer Schublade, keine Ahnung, was da drin ist. Ist es lustig ist, derselbe Schreibtisch steht dann im Büro oder im Wintergarten drin. Ja klar, du tragst den gleichen Schreibtisch. Ja, also du tragst nicht den Monitor, sondern der Monitor ist Na, fest du mit dem tragst alles. Schreibtisch. Der Monitor ist wahrscheinlich günstig, weil keine Hintergrundbeleuchtung, dafür kostet der Schreibtisch 1000 Euro. Achso, Also das Apple-Konzept. ah, das Ding ist, der Monitor ist einmal furchtbar grauslich. Der Brat. Das ist, weißt, das Ding einfach schier. Der, Naja, ich finde es jetzt nicht. warum ist da unten so eine dicke Leiste? Ja, die Bautiefe ist finde ich, auch ein bisschen merkwürdig, ja. Und ich kann mal ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich kann mir ehrlich gesagt das auch nicht. Du musst wirklich unter gleißender Sonne draußen im Garten sitzen, damit du überhaupt Na, vor allem, das genug ist. Licht sammelst, damit das hinten auf die. Das ist vor allem, das ist ein LCD-Monitor, oder? Ja. Wie soll das um Himmels Willen funktionieren? Der transparente LCD ist, das funktioniert ja schon, das ist ja kein Problem. Ja, aber das, na, Weil das ist ganz ehrlich. du hast ja die Darstellung ja wohl Ja, auf aber Displays. wenn muss das Ding ein Vermögen kosten? Ja, und das Lustige, das Teil, was du da hinten hast, ist ja auch so eine Art Spiegel. Das heißt, du musst den idealerweise noch Sonnenlicht ausrichten, dass das Sonnenlicht da Ah, das da reflektiert hinten wird. ist ein Spiegel. Das ist quasi so ein Sammeldings, Ah, ich hab mir Spiegellicht-Sammeldings. gedacht, warum ist denn das Ding da hinten? Ja, und auf dem Bild sieht man ja auch schön, er hat einfach oben eine LED-Glühlampe, keine Glühbirne, wahrscheinlich 4 Watt, 10 Watt, keine Ahnung was. Und dadurch wird das Licht wird reflektiert über die Hintergrunddings Das und. ist das, okay. Weil ihr mal da gedacht, was ist denn das für Schaß? Ja, genau so ist es. Du kannst das Ja, Teil nachher auch. allein was du da hinter deinem Monitor Platz brauchst. Das ist ja das nächste, ja. Dann bist du Das, wieder back to the Run-Monitor-Zeiten. zu dem Röhrenmonitor. boah, ist das ein Müll. Es ist schon ein bisschen weird. Ja, also das Ding ist, da hast du was Gutes gefunden, ja. Der EASI-Monitor harnesses Vor Ambient allem, light to power the display to the screen's flicker intensity sei and. mal, ich würde nie einen No-Name-Monitor kaufen. Na. Also ich weiß nicht, von wem der ist, ich weiß nicht, wer das Panel zusammengedübelt hat. Ja, da Das kann, da Ding. kommt, das kann, beim Paneele kann es eh LG oder Samsung sein. Naja, wenn das nur ein LCD ist, pff, ja, Ja. gut, ich meine, wahrscheinlich, aber Ja, ich weiß nicht, meine also. Monitore sind auch LCD-Displays, also warum nicht? Nichts gegen LCD, nur Also ich würde OLED trotzdem brauche ich nie, nicht. ich würde trotzdem nie von einem No-Name-Hersteller einen Monitor Ja, kaufen. das schon. Also das ist ein reines Gamblen. Also ich würde, ehrlich gesagt, aus meiner Erfahrung würde ich mal nichts anderes mehr kaufen als einen AOC-Monitor, also AOC. Ich habe nur die und ich habe seit Jahren nur noch die und die sind der Hammer. Ich mag zwar, ich mag mein, ich habe ein Samsung und ein Dell. Ja, okay, Dell ist auch schon noch ziemlich geil, Samsung Dell ist okay, also ja. die mag ich gern. Nur was ich bei den neuen Monitoren nicht so gern mag, ist, dass sie das Netzteil innen verbaut haben.
Ich habe einen alten Samsung-Monitor, der ist wirklich mittlerweile, wie alt ist denn der? Der ist über 10 Jahre alt. Der hat noch Full HD Auflösung, er wird nicht hin und der hat das Netzteil außen. Das ist lästig. Na, das ist vollkommen okay, weil das liegt eh unten am Boden, ist mir also vollkommen wurscht. Und das Ding wird einfach nicht hin. Ja, also zu meiner Rechten habe ich einen AOC, der wird jetzt, das ist auch Full HD, der wird jetzt 7 Jahre alt sein wahrscheinlich. Der hat aber eingebautes Netzteil und der läuft problemlos. Und in der Mitte habe ich einen von AOC an 4K, also 227 Zöller, und der läuft auch. Der hat auch das Netzteil innen Ja, und die laufen einfach tadellos. Wobei ich sagen muss, ich der meine, 4K, also ich weiß nicht, ob die LCDs irgendwann langsam mal von der Leuchtkraft ein bisschen schwächer werden. Also der 4K ist halt noch deutlich, aber der gut, der ist ja jünger. Der ist generell, also der ich hat habe andere jetzt statt Leuchtintensität. den Dell da habe ich vorher einen Asus-Monitor gehabt. Ja, Ja, sehr wie bei mir im Büro, ja, also in der Firma. der hat nur 8 Jahre gehalten. Ist auch schon gut. Ja, ich bin aber verwöhnt. Es muss bei mir am Monitor, dass, danke der Samsung da hab, bin ich so, erwarte ich so, dass man 10 Jahre im Schnitt einen Ja. Monitor mindestens hat. Na, also wie gesagt, ich würd nie mehr was anderes angreifen wie die AOC, weil ich finde von der Anschlussvielfalt, von Preis-Leistung und von der Grafik, also von der Grafik, von der Farbtreue finde ich die her gut. Ich hab ja auch mal ein Kalibriergerät gehabt und die haben mir die Monitore und eine Farbprofile damit da ausgelesen und die sind jetzt für High-End-Grafiker wahrscheinlich nicht tauglich, weil der Farbraum wahrscheinlich nicht ganz so perfekt ist, aber für meine Ansprüche ist der Farbraum sogar besser, als ich erwartet habe. Also von dem her, coole Teile. Core Ich Bleeding und muss jetzt nix. sagen, ich war jetzt von den Dell-Monitor sehr überrascht. Okay. Also allein, Ja, aber Dell baute extrem teure Profi-Monitore, ja. ich weiß, ja, na, aber allein die Verpackung wie der Kimp, die haben sich echt was dabei gedacht. Okay, ja, das habe ich bei AOC auch gehabt, ja. Du hast es Also, wirklich mit einem Handgriff auserziehen können. genau, es war Standfuß. alles super einfach. Das ist wirklich, also Dell muss ich da in dem Fall sagen, ja, okay, war cool. Ja. Hat Spaß gemacht. Also ich kann jetzt auch da, ich poste den jetzt einfach da rein. Oder ich kann ihn dir schicken, dann kannst du ihn aufmachen. Ja, schick mir jetzt nichts über Telegram. Ach, hast Okay. schon. Warum? Ich habe nur Angst, dass der Ja, aber das Stream riskieren verloren geht. Okay. wir. Das riskieren wir. Also ich hab den Monitor. Ja, warte. Dann mache ich aber jetzt so am Smartphone sehr auf. Nein, mach, probier nochmal da aufzumachen. Ist ja okay, wir schauen, was passiert. Ja, aber dann muss ich jetzt so aufs Ja, Telegram probier klicken. Auf einfach. den. Oh Ja, Mann. ist ja wurscht, probier. Es muss ja, irgendwann müssen wir es sowieso ausprobieren. Na, der macht jetzt im Safari auf. Und den Safari habe ich nicht beim Screensharing freigeben. Ja, dann kopieren Link aus und kopieren da ein. Ich weiß nicht, wo der Safari gerade umgeht. Ja, ist ja wurscht, lass ein Safari, kopier es aus Telegram raus. Okay. Und kopier es halt da ein. Ah, schau, man sieht nur unseren Chatverlauf. Wow, cool. Oh. Ja. Ist es curved? Der ist leicht curved, ist am Anfang ziemlich gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Und die haben nicht auf die volle Auflösung gestellt, weil das ist auch komisch. Was? Ich habe, warte mal, was habe ich denn? Das ist wirklich schräg. Ja, aber du hast das MacBook dran hängen. Du Ja, nein, gibst da ja ist nur mal aber. die volle Auflösung, der Rest ist ja nur Skalierung, oder? Nein, auf dem Dell-Monitor, ich kann ja da auch noch das.
Auf dem Dell habe ich nicht auf 2560x1440, sondern auf 2048x1152. Ah, warum? Weil sonst ist das, es ist so verflucht klein und du kannst es nicht größer stellen. Ich schaffe es nicht, die Schrift größer zu stellen, ohne dass sie am zweiten Bildschirm dann riesengroß ist. Also, er lässt es mir am Dell-Monitor die Schrift gar nicht verändern. Ah, okay. Das ist schräg, aber ja gut, das scheint macOS-spezifisch zu sein. Ja, da habe ich kein Problem also, mit dem 4K-Monitor. Oh je, der Alex jetzt geht's wieder. Was kurz. Ja, ich bin wohl da. Ja. Was aber cool ist, die hohe Refresh-Rate, die ist cool. Ah, 165 Hertz, okay. Ja, meine ist ein klassischer 60 Hertz Monitor, okay. Und was ich, das habe ich irgendwann angefangen, ich mag die eine Millisekunde Reaktionszeit. Das ist natürlich auch Hammer, ja. Also das irgendwie, ich weiß zwar nicht, ob ich mir das gleich einbilde, das muss ich jetzt auch zugeben, weil alles, was über 5 Millisekunden ist, das ist mir zu langsam irgendwie. Das merkt man. Okay. Ah, du hast jetzt ein bisschen übersprungen, ja, okay. Was habe ich übersprungen? Ich habe nur ein Thema gehabt. Die Balkonkraftwerkbatterie. Ah, okay, Entschuldigung. Mein Gott, nein, das habe ich komplett übersprungen. Ist jetzt nichts Dramatisches. Ist leider das, beim Balkonkraftwerk hast du prinzipiell immer das Problem, dass du nur ungefähr 30% der Energie selber nutzt und 70% einspeisest, was jetzt das Unternehmen sagt. Aber wahrscheinlich wird es in etwa stimmen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass du das ein bisschen effizienter gestaltest, indem du zwar so Battery Packs dazwischen schaltest und damit in Strom für am Abend einspeichern kannst. Ah, okay. Ist noch kompatibel auch mit einem Balkonkraftwerk. Das ist eh gesagt, haben wir glaube ich eh schon in der vorletzten Sendung haben wir gesagt, dass das durchaus Sinn macht, wenn man sich sowas holt. Weil wenn du jetzt zwei so Paneele hast, untertags nicht daheim bist, dann produzierst du Strom ohne Ende eigentlich für die Fisch. Ja, ich meine, sofern es ein Balkon an Leute zulässt, aber du produzierst was, ja klar. Ja, genau. Und so hast du halt zumindest die Möglichkeit, das einzuspeisen in deine Batterie. Und selber zu verbrauchen. Und nachher am Abend zum Beispiel kann man Hornkimsch selber zu verbrauchen. Das ist sehr gut. Für die ganzen RGB-Leds in die. Natürlich, das braucht halt einfach. Ja. Ich meine, wenn der RGB-Led das allein leer macht, dann hast du viel RGB. Ja, du hast viele. Ja, unter 4090er drin. Und und vor allem dein 4090er lass ich ja dauernd unter einem Benchmark laufen. Genau, und natürlich hast du noch die 800 Euro Intel CPU, was auf 6 GHz läuft. Also wenn schon, dann schon. Ja, die hast du noch übertaktet. Ja, also brauchst du viele Balkonkraftanlagen. Ja, cool, das gefällt mir, ja. Also du solltest dann überlegen, ob nicht ein Wasserkraftwerk vielleicht irgendwo neben deiner Wohnung hast oder sowas. Das wäre dann praktisch. Ja, einfach neben der Donau noch ein Kraftwerk im für dein Gaming Room. Für dich selber, ja. Gut. Ja. Dann, ich habe nur ein Thema bei den Spaßpicks, deswegen wärst du gleich deine. Lass mich anfangen. Das spielen wir jetzt nicht durch, weil das ist sozusagen. Das ist eine relativ coole Seite, wo du ein bisschen Spieltheorie vermittelt kriegst, wie das funktioniert. Und du siehst dann, wie unlogisch Menschen eigentlich sein. Herstellt den Ton? Na. Oh, ich hätte einen Ton. Ich muss den nochmal ausschalten. Ah, okay. So. Ja, da herrscht sicher einen Ton. Da ist ja, ein Ton okay. Dabei. Ja. During World War On. Peace. Nein, lass es jeden, wenn jeder das machen will, soll es machen. Weil du siehst dann, wie unlogisch Menschen halt sein. Mal, das war jetzt genau das Richtige. Also nein, für die Podcast-Hörer ist das zu langweilig, wenn wir es so machen. Ja. Ah, ich glaube, ich kenne es sogar. Ja, du hast hier schon mal gehört. Ja. Ist aber da ganz ist cool, grafisch veranschaulicht. Ja, also um was geht's genau? Also vielleicht kannst Spieltheorie. Ja. Spieltheorie ist jetzt, fangen wir das, was wahrscheinlich jeder kennt, ist das klassische Gefangenen-Dilemma. Wo wenn beide kooperieren, wir beide besser aussteigen, leider ist es halt nicht der Fall, weil meistens einer dann opportunistisch ist und sagt, ja, lieber geh auf Nummer sicher und ich steige besser aus und der andere steckt in der Scheiße. Genau, ja.
Also das kannst du dann halt in unendliche Variationen fortführen. Mhm. Wäre dann auch nur lustig, wenn du unterschiedliche Leute dazu bringst. Das wird da auch gezeigt. Also es ist einfach so, wie Spieltheorie in die Grundlagen funktioniert und zeigt da einfach, wie unlogisch wirklich ein Mensch sein kann. Ja, okay. Cool. Sagt aber auch noch Spielregeln, wie du es quasi optimieren kannst, dass sich die Menschen wie du es optimieren kannst, also ist ganz cool gemacht. Also mhm. ist eine ganz interessante Seite. Dann das ominöse Spiel, was der Clemens sich auch auf der Switch geholt hat. Mhm. Das ist Katana Zero, ist ein Indie-Game. Ich finde es Hammer. Also das ist allein, die Story ist Wahnsinn. Ich finde es bockschwer. Bockschwer? Also ich stirb die ganze Zeit. Ja, das ist okay. Ich meine, es ist nicht leicht, aber es ist okay. Es ist so mittel. Man muss schon sehr schnell sehr gute Reaktionszeit haben. Du musst schon schnell sein. Also einen Endgegner habe ich 40 Mal gemacht. Ja. Ja. Der Rest war, ich meine... Ja, es kann schon mal passieren, dass an einem Level so eine Stunde umgedacht hast. Mm, das kann schon sein, ja. Genau. Die Story dahinter ist ziemlich cool gemacht alles zusammen. Also auch die Hearings beim Psychologen und so weiter. Es ist alles irgendwie funny. Ja, cool gemacht. Es ist Hammer. Also das ist, wie weit bist du schon? Wow, ich weiß nicht, vielleicht eine Stunde gespielt bis jetzt. Also... Okay, du kannst die schwierigen Sachen. Ich war jetzt da mal in der Disco und nach der Disco. Ach so. Also. Dann hast du ja die ganzen schweren Sachen noch vor dir. Yay, yeah, danke. Also das ist ja noch, also das hast du ja bald einmal. Ja, mein Problem ist, dass ich sowieso recht schnell frustriert bin bei Spielen. Also. Also ich mach, du sagst jetzt, dass ich langsam alt werde und meine Reflexe nicht mehr funktionieren. Ja, das kommt ja auch noch dazu. da drei Knöpfe, vier Knöpfe gleichzeitig zu drücken, ist für mich schon ein bisschen too much. Weißt du was, das hat man an dem Spiel aber getaugt, dass es wirklich so herausfordernd ist, weil du musst wirklich innerhalb von so einer Sekunde teilweise drei oder vier Tasten drücken. Ja, das ist genau das, also das was ich extrem herausfordernd finde. Ja. Also das ist Zeitlupen-Modus, sliden, ja. eine Ming-Vase werfen. Und, ja, und dann noch nur dein Schwert schwingen. Ja, es ist Hammer. Also, ich habe selten so was Cooles wieder mal gespielt. Ja, das ist auch so ein Spiel, wo ich fluch. Vor allem, weil ich die ganze Zeit stirb und dann einen kleinen Fehler mache, kurz vor Ende und wieder drauf gehe. Das hat mir voll getaugt. Das muss ich echt zugeben. War wirklich ein cooles Spiel. Der Alex ist jetzt nur noch Pixelmatch. Also nein, nicht nur Pixelmatch, aber... achso, du machst jetzt ich. Ja, ich rede jetzt nicht vom Spiel, sondern von deinem Video-Output. Ja, das ist wurscht. Ja. Aber das Spiel ist ja Hammer. Ja, also, das ist mein Video. Da mal was Schönes einblenden. Okay, passt. Okay, ich gehe wieder zurück. Wo man uns beide sieht. Ja. Das ist ja wurscht. So, jetzt bin ich, soll es wahrscheinlich langsam wieder werden, oder ich weiß es nicht, aber schauen wir. Ja, dann habe ich was, und zwar Infinite Mac. Mir kommt langsam vor, ich bin immer der so komische, merkwürdige Emulationssachen und so weiter vorstellt. Ja, weil die Counter sich so einen Stern schaut. Ja. Infinite Mac ist eine Sammlung von macOS Versionen, angefangen von 1984 bis 2000. Und funny, man startet den Browser, wartet ein paar Sekunden. Mir ist der Bildschirm noch sehr vertraut und kann damit arbeiten. Ja, leider schaut es halt. Oh. Na, man, es ist halt was für Nostalgiker. Und interessant ist, dass sich halt viele Sachen einfach noch nicht, viele Sachen immer noch ähnlich sind. Oben Menübar oder zum Beispiel, das ganze Ding.
Andere Sachen sind wiederum verschwunden. Also was die komische Leiste, wann die war und wie die war, die habe ich weiß nicht, aus welcher macOS-Version das dann irgendwann ausgefallen ist. Die komischen Tipps, was man sich da auf dem Desktop hat pinnen können. Ja, es war schon funny. Das Fenstermanagement war damals schon ein bisschen schräg. Gut, das ist nie besser geworden bei Das seinen. ist bei macOS nie wirklich besser geworden, ja. Die Buttons machen alle absolut keinen Sinn, aber was bringt mir das, dass ich nur noch da eine Leiste habe? Das macht keinen Sinn. Ich will Fullscreen machen, aber nachher tut das gleich größer, ein bisschen größer machen. Ich glaube, Doppelklicken geht auch nicht. Und da kannst du es wieder zumachen. Also es ist alles ein bisschen schräg, aber es ist was für ein Australier, sich alte macOS-Versionen anzuschauen. Nicht macOS, wie hat das früher geheißen? macOS, okay, Entschuldigung. Ja, schön, nett. Ja, Nett. ich finde es echt irgendwie ein bisschen witzig, ja. Also, man kann es sich anschauen, ja. Es hat kein Dock gegeben, sondern die quasi ein Startmenü wie unter Windows. Ja. Es gibt sogar einen Browser drauf, aber den muss man sich dann da erst konfigurieren, glaube ich. Um eine Seite aufzumachen, oder? Schauen wir mal. Das war ja noch der Anfang vom Internet. 2000. Network Browser, achso, Network, Entschuldigung, Network Browser ist ja Netzwerkfreigaben. Irgendwo habe ich da noch einen Link gesehen. Netkeycaps, Favorites, Apple.com. Ich glaube, wenn man das aufmacht, dann muss man irgendwas konfigurieren. Also Browser funktioniert nicht, da nicht out of the box. Also kann man sich aber einrichten. Ich hätte gerne die Techtelmechtel-Webseite von 1991 besucht. Ja. Ja. So viel dazu. Das war jetzt auch nichts großartig Spannendes, aber ja, es ist halt ein Spaßpick. Wie man es von Ja, mir gewohnt ist, wenig Spaß. ich hab noch einen anderen Spaß, und zwar Tesla spart bei seinen Autos jetzt die Parksensoren weg und macht es nur mal mit Kamera. Das Resultat soll verheerend sein. Muss man dazu sagen, die Parksensoren sind, wie sind die normalerweise? Das ist Ultraschall, Ultraschallsensoren gell? mit Kamera kombiniert meistens, und jetzt an Hosch Tesla sagt einfach, es reicht, wenn eine Kamera das macht. Machen wir es einmal aus. Ja. Und das wird der Spaß, oder? Es Sagst du, funktioniert oder? anscheinend nicht wirklich gut. Also steht da drin. Ich sogar, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Ist aber super. Ich stelle mir das geil vor, wenn einfach ein Auto bestellst, wo das anscheinend drin war, und dann sagen sie, na, bauen wir jetzt mal. Ja, Tesla hat ja viele Sensoren Ja. weggespart bei den Modellen. Da gibt es ja einige Käufer, die noch an ihre Bestellung storniert haben, weil ja manche Sensoren ja weggefallen sind. Nein, in Deutschland ist sogar, wird wahrscheinlich Tesla sogar Sammelklage dafür deswegen kriegen. Ja, genau, weil du kriegst nicht, was du bestellt hast. Ja. Also das ist grandios. Also das. Ja, es ist. Kamera ist okay. Ich finde eine Kamera als bei einer Ja, Rückfahrkamera als Unterstützung finde ich cool, aber ich trotzdem wünschte würde ich leicht nicht auf viel. die Ultraschallsensoren verzichten, weil mit der Kamera hast du einfach kein Gefühl für einen Abstand. Na, vor allem, es ist ja das, was duschen, wenn es regnet. Ja. Was tust du, wenn die Das ist Kamera das. dreckig ist? Ja, na, das sind alles so Dinge, das geht immer nur im idealsten Wetter mit der besten Sicht. Wahrscheinlich wird das alles Ja. funktionieren. Nur, vor allem, was ist denn, wenn das nicht hoch genug ist, dass das die Kamera nicht erfasst? Das sind ja alles die Sachen. Sie steuer in die Videos, also das ist halt schon schräg einfach. Ja, genau, da ist ein Objekt, was klein ist zum Beispiel, ja, keine Chance. Ja. Wird nicht einmal erfasst. Ja, wie ja, da fällt der Ultraschallsensor. Ja. Oh mein Gott, ja. Ja, Space Karen. Die Space Karen. Naja, das ist halt so. Gut.
Bitte, nachher hau noch deine Themen raus. Dann, ja. Was du da alles hast. Dann mache ich das jetzt geschwind. Warte, ich mache mir jetzt noch geschwind meine Zeitmarke schnell. 1 Stunde 59. Nicht aufhalten lassen da von uns, von meiner Verzögerung. So, Titanic. Titanic Honor and Glory, das ist ein Projekt, wo sie die Titanic vollkommen in der Unreal Engine nachgebaut haben, basierend auf historischen Informationen, alten Fotografien, Bildern, alten Bauplänen, allen Dokumenten, was ihnen so nur in die Hand gekommen ist. Gibt es als Demo downloadbar? Ich habe es mir noch nicht runtergeladen. Ich werde mir das aber die Demo runterhauen. Du kannst das Schiff komplett vollkommen besichtigen. Echt? Okay, Ja, cool. und es gibt da ein YouTube-Video dazu, das man sich dann einmal anschauen kann. Nämlich, das dauert 6 Stunden, 19 Minuten, wo die Entwickler zusammen so quasi, also nicht Playthrough machen, aber das halt kommentieren und durchs Schiff spazieren und sich die ganzen Räumlichkeiten und so weiter mal anschauen. Alter, schaut das geil aus. Das ist ziemlich fetter Hammer, Okay, das ist cool. ja. Ja. Mit Maschinenraum, Brücke, Dining Hall, alles. Kannst durchspazieren und dir das anschauen. Teilweise wirklich einzelne Schrauben. Original wie damals nachgebildet. Also mit Also sehr, extrem sehr viel Liebe zum Detail gebaut und oh mein produziert. Gott, ich sehe jetzt schon, dass da manche in Titanic-Filmen nachspielen werden. Es gibt ein zweistündiges Video, wo der Untergang simuliert wird und was da genau passiert. Also, Also eben auch es die. ist sinkende Wasser und so weiter und so fort. So, ich habe mir jetzt gedacht, es gibt jetzt das, wo nachher der ganze Film da in der Unreal Engine nochmal Also, okay, nachgespielt ja, wird. das kann vielleicht auch sein, also ja. Aber es ist wirklich sehr grandios. Also ich finde schon allein grafisch sehr opulent gemacht und gebaut. Das sind die Außenszenen, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob die live sind. Das ist egal, aber das schaut schon ziemlich cool aus, ja. Ja, also ich werde mir ja zumindest nochmal die Demo besorgen und falls es irgendwann nochmal kostenpflichtig ist, keine Ahnung, was es kostet, aber wenn es einmal so $20 kostet, würde ich mir das einfach holen, weil warum nicht? Also die Arbeit, die könnte man schon belohnen. Und wenn ich das einmal so 3, 4 Stunden ein bisschen durchspaziere, also schon Hammer, ja. Gut, das war es noch von mir. Na, eins Und, hast du noch. eins habe ich, und du hast das Sex Robots wegen mit dazu getan. Ja, Genau. das habe ich leider noch eingekriegt. Mal das Ding, der Brief ist so super. Also die Tagespresse hat sich wieder mal an Orden verdient. Hat grandios die FPÖ und die ganzen Schlemmer-Nazis getrollt. Ja, vor einigen Tagen oder am 1. April war das, sind es so Briefe durch die an diverse niederösterreichische Gastronomen gegangen, wo ja gefordert worden ist, um die Aufrechterhaltung der niederösterreichischen Wirtshauskultur soll in den Gaststätten ja nur noch Deutsch gesprochen werden. Also nicht nur Deutsch gesprochen werden, sondern die Speisekarte soll Deutsch sein. So Cordon Bleu soll es nicht mehr geben. Palatschinken und Ragout auch nicht, weil das sind ja keine österreichischen Begriffe, sondern Pfannkuchen oder wie war es, mittelrohe Fleischschnitte oder fürs Mittelrohr. Medium Rare Steak zum Beispiel, also dass eine gewisse Panierquote drin sein muss, gerne auch für Desserts Ja, das, und oder dass für die auch. Kinderportion ist Andreas Hofer Schnitzel. Und dass die Kinder oder das Kavalier-Laberl gibt. Also Ja.
Die Briefe sind an diverse Gastronomen gegangen, 500 Stück oder sowas. Und die Tagespresse hat das noch jetzt vor ein paar Tagen einen Artikel aufgeklärt. Sie waren es und sie haben den kompletten Werdegang und so weiter mal beschrieben. Und gemacht. Was hast du jetzt mit deinem Mikrofon gemacht? Wieso? Was ist denn jetzt passiert? Jetzt auf einmal bist du viel klarer. Okay. Jetzt wieder? Hast du da einen Wackelkontakt im Kabel drin? Ich hoffe nicht. War ich davor übersteuert? Nein, nicht übersteuert, aber so generell leiser und dumpfer. Okay, aber bitte sag nicht, dass ich einen Wackelkontakt habe. Weil du hast dich jetzt gerade nach hinten gelehnt, nämlich. Ja. Deshalb ist es dann auf einmal so spontan gut geworden. Okay, hat sich das jetzt die ganze Sendung durchgezogen? Ja, es war okay, also, aber es ist jetzt, das passt schon. Ich habe mir das Audio nachher eh nochmal an, aber das passt eigentlich schon. Habe ich jetzt nichts Großartiges geändert. Nichts getan. Ist wurscht. Okay. Ja, ist wurscht. Ja, jedenfalls, die Tagespresse hat das aufgeklärt und den kompletten Werdegang beschrieben, dass sie sich bei Herold so mal 1800 Adressen ausgesucht haben. Den Bot, der was das gemacht hat, haben sie sich ein ChatGPT bauen lassen. Dann ist die schwierigste Aufgabe gekommen, nämlich richtige Handarbeit, nämlich kuvertieren und verschicken. Wir hassen körperliche... Naja, vor allem den Brief schreiben. Genau, den Brief haben sie da vorher noch geschrieben. Weil der schreibt ihr ChatGPT nicht. Und am nächsten Tag tat sich einer unserer Mitarbeiter mit der Lagerhaus-Latzhose als Niederösterreicher, fährt mit dem Railjet nach St. Pölten und gibt dort die Briefe auf. Ja, sie haben es gut aufgeklärt und... Alle österreichischen Medien sind darauf eingefallen, was sie noch viel geiler finden. Also, was heißt eingefallen, aber haben darüber berichtet, über diesen Scherz. Gut, bei dem Brief, gell, jetzt ganz ehrlich, da hast du nicht gewusst, ob Satire oder echt ist. Die Tagespresse war, schafft den Spagat ja, immer wieder. Nein, weil das war so punktgenau geschrieben, das hätte wirklich echt sein können. Mhm. Also, wenn danach, keine Ahnung, irgendwo in den Nachrichten gewesen wäre, ja, das haben die ausgesendet, wirklich. Das hätte ich geglaubt. Das stimmt. Also, ja. Ich hätte es wirklich geglaubt, weil das ist so surreal, dass du sagst, ja, das kann nicht stimmen. Ja, das stimmt. Ja. Wahnsinn. Aber ja, cool. Also, das sollte man sich, also, wenn man das vom Brief nicht oder nur am Rande mitkriegt hat, sollte man sich zumindest die Entstehungsgeschichte da in dem Tagespresseartikel. Ich würde mal einen Brief durchlesen, man lacht herzhaft. Der Brief ist sowieso sehr unterhaltsam, ja. Genau, der Abteilung für Förderung der niederösterreichischen Wirtshauskultur oder sowas, von FPÖ-Abteilung. Ja, also sehr cool. Ja, ja, der Alex ist gerade abgelenkt. Na, ich schreibe gleich. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt damit am Ende, oder? Ja, sein wir. Da ist nichts mehr. Da ist absolut nichts mehr. Und dann wird es jetzt nichts mehr dauern, dass wir die Sendung veröffentlichen. Und ich weise noch einmal unsere Hörer darauf hin. Bewerten, gell? Ja. Macht's mir bitte, also wenn ihr mir schon keine große Freude macht, zumindest diese kleine Freude, dass ich gerne mal das bisschen besser verstehen würde, wie der Algorithmus da funktioniert. Ja. Mhm. Ja. Ja, gut. Dann haben wir es wieder geschafft und nachher bis zum nächsten Mal.